So, dann würde ich sagen, sind wir auch mal wieder beim ESB-Tutorium. Aufgabenblatt 10 ist heute dran. Und ja, wir müssen mal schauen. Ich habe das vielleicht vorweg. Ich habe bisher genau nur so wie ihr das Aufgabenblatt. Insofern muss ich ein bisschen mehr spekulieren als sonst, was hinter den Aufgaben steht und wo die hingehen sollen. Allerdings haben wir auch wieder viel Wiederholung. Insofern sollte das nicht so schlimm sein und einen Teil, den kenne ich dann doch. Und ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Wir gucken mal uns das Ganze an. Also, in Aufgabe 10.1 geht es um gekoppelte Automaten. Was heißt in dem Fall also gekoppelte Automaten? Das heißt, wir haben nicht nur einen Automaten, sondern zwei. Und ihr erinnert euch vielleicht noch aus dem letzten Termin, aus dem letzten Aufgabenblatt, wo wir diese kleine Aufgabe gemacht hatten mit der Bahnübergangsschranke, ne? Also diesem Zug, der auf dem Bahnübergang gefahren ist, beziehungsweise in Hausaufgabe habt ihr natürlich was anderes gemacht, aber hier im Tutorium hatten wir uns diesen Zug angeschaut, der auf einem Bahnübergang zufährt, dadurch auslöst, dass die Schranke runtergeht und die Zugampel, die es ja auch gibt, ein entsprechend grünes Signal kriegt. Und ich hatte letztes Mal gesagt, naja, wir abstrahieren mal davon, dass dieser Zug jetzt quasi gerade instantan darüber fahren muss über den Bahnübergang. Aber eigentlich ist das ja unpraktisch, ne? So im echten Leben ist es nicht so, dass innerhalb von einem Takt so ein Zug über einen Bahnübergang das schafft. Und das ist so ein bisschen das, was hinter gekoppelten Automaten da steckt. Da würde man sagen, vielleicht sollte man da irgendwie einen Zähler in irgendeiner Form doch nehmen, mit dem man ja, also mit dem man dafür sorgen kann, dass eben dieser eine Zustand oder diese Art des Zustandes beibehalten wird. Ja, also vielleicht auch noch mal zur Erinnerung, unser Diagramm vom letzten Mal war ja dieses. Müsste jedenfalls das sein, wenn ich das Richtige genommen habe. Also wir sind gestartet in dem Zustand Schranke unten und das Signal für den Zug leuchtet nur rot. Dann geht es weiter, die Schranke geht hoch, Autoverkehr kann fahren, das Signal leuchtet weiterhin rot und da bleiben wir so lange, bis das Signal B1, eine Bahn kommt, ausgelöst wird. Dann gehen wir nämlich weiter, die Schranke geht runter, die Autoschranke, das Signal wechselt auf grün und gelb. Der Zug hat also den Vorhinweis, hey, kannst gleich, wahrscheinlich darfst du gleich fahren. Und dann der Zustand Z3, Schranke ist unten. Autos dürfen also nicht rüberfahren, der Zug darf aber fahren, weil er gerade das grüne Signal anhat. Und danach ging es dann ja wieder über Schranke unten, grün und gelbes Achtungssignal für den Zug auf den Start zurück. So, aber genau hier, dieses in Z3, Schranke unten und grünes Signal für den Zug. Da würde man jetzt quasi sagen, hey, müssten wir doch irgendwie ein bisschen besser machen oder irgendwie, wenn wir eine echte Schaltung bauen wollen, müssen wir das Ganze ja verbinden, damit dass wir da irgendwie mehr Zeit reinkriegen. Und naja, es heißt ja auch im Aufgabenblatt, ne? Eine Möglichkeit wäre es, die Anzahl der Zustände zu erhöhen. Also wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir wollen, sagen wir mal, 50 Takte diesen Zustand Z3 haben, dass die Schranke unten ist und das Zugvorsignal grün ist. Dann wäre es die eine Möglichkeit, die Anzahl der Zustände zu erhöhen. Wie viele Zustände würde unser Automat dann haben? Könnt ihr euch vorstellen, wie das dann aussehen würde? Wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, ich erhöhe die Anzahl der Zustände, damit ich 50 Takte lang bei Schranke unten und Vorsignal grün bin.
Nee, nicht 55, aber nahe dran. Im Endeffekt sind es genau richtig. Es sind 54 wären das, weil wir dann nämlich sagen würden, also wenn ich jetzt mal hier an diese Stelle raufgucke zwischen Z3 und Z4, da hätte ich quasi einen Zustand. Achso, jetzt geht der Fall natürlich von rechts. Also ich hätte hier meinen Zustand Z3 und würde dann weitergehen in einen Zustand. Ja, der die gleichen Inhalte hat wie Z3. Also, keine Ahnung, nennen wir das hier irgendwie Z3.1, Z3.2. Dann würde ich weitergehen. Z3.3 und so weiter und so weiter. Und irgendwann bin ich halt bei Z3.50. Ja, also alles hätte. Ich schreibe jetzt gerade nicht einen kompletten Zustand hin, weil das passt vom Platz noch nicht so ganz. Alles hätte die Ausgabeschranke unten vor Signal grün. Alles genauso wie Z3 hier unten in dem, in dem Diagramm. Aber hier halt ein wenig mehr. Wir sind dann bei Z3.50 und von dem quasi dann letzten Takt würden wir zu Z4 weitergehen. Das hieße also, aus einem Zustand Z3 würden wir halt 50 machen, um diese 50 Takte einzuhalten, dass wir in dem Zustand sind. Und dann existieren natürlich noch die anderen Zustände, die wir in unserem Diagramm haben. Eins, zwei, drei, vier weitere, kämen wir dann auf 54 Takte an der Stelle. Kann man machen. Ist vielleicht nicht das Geschickteste. Könnt ihr euch vorstellen, warum man sowas vielleicht eher nicht machen sollte? Effizienz geht, glaube ich, noch. Also ob man das so rum macht oder anders. Ist was anderes. Ja, unelegant. Wenn du sagst unelegant, dann steckt da wahrscheinlich so ein bisschen was anderes dahinter. Also. Ja, das sind schon bessere Punkte. Genau, so fehleranfällig. Weil wir in dem Fall, also in dem Fall ist es noch sehr einfach, weil wir wirklich nur den reinen Weit das reine Weitergehen haben, aber es könnte ja auch sein, dass wir Zustandsübergänge haben, die da noch irgendwie reingehen würden, die da wieder rausgehen würden, also noch andere Sachen beeinflussen würden. Das macht das dann halt noch schwieriger, aber auch an sich schon mit so vielen Zuständen dazu, wenn man dann irgendwas überarbeitet in dem Zustandsdiagramm, weil man sagt, ja, Schranke unten, Vorsignal grün. Keine Ahnung, gibt eine Änderung in den Gesetzesrichtlinien, das muss jetzt Schranke unten, Vorsignal grün-rot sein oder so. Warum auch immer. Dann muss man das nämlich nicht nur beim Ändern, beim Zustand, sondern muss man bei 50 ändern. Und wenn man das dann vergisst, dass die alle 50 genau gleich sein müssen, dann ist das doof. Also nicht nur doof, sondern dann hat man Fehler da drin. Genau, die Anzahl des Ganzen führt dazu, dass es unübersichtlich wird. Wenn wir jetzt so sehen, so wie es jetzt ist, ist es noch relativ hübsch. Und insofern würden wir dann eigentlich eher eine andere Lösung präferieren, aber da gucken wir gleich drauf. Und genau, ja, gut, wie ich eben schon sagte, ne, dann, wenn man was anpassen will, dann ist es, genau, das ist dann schwerer, dass man es, wenn man da was verändern will. Genau, das sind also so Sachen, warum man das Ganze nicht einfach so macht, dass man die Anzahl der Zustände aufbläht. So, in der Hausaufgabe ist dann schon geschrieben, man kann dann ja auch schauen, dass man das mit einem Zähler koppelt. Weil wir haben ja hier unsere Grafik, wenn ich die gerade schon wieder drüber gemalt habe. Also, wir haben ja unser Zustandsdiagramm
Und wenn wir jetzt an der Stelle Z3 gucken wollen, da einen Zähler reinzusetzen, der auf 0 gesetzt werden kann und sonst mit der Taktflanke raufzählt. Wie können wir uns das also vorstellen? Wie würde dann der Ablauf sein? Wir kommen von Z2 und gehen dann weiter Richtung Z3. Was passiert dann mit diesem Zähler? Ja, er merkt sich was, der Zähler. Aber es geht hier nicht um die Anzahl der Zustände an der Stelle, sondern, also irgendwie schon, ne? Weil wir haben gerade 50 Zustände. Es geht ja um diese 50 Zustände, die wir nicht haben wollen, sondern er merkt sich, wie häufig bin ich denn jetzt schon in diesem Zustand gewesen. Und klar, das erste Mal, wenn man dann irgendwie in den Zustand reingeht, dann würde er anfangen mit 1. Was muss vorher sichergestellt sein, bevor ich in den Zustand Z3 gehe? Was muss da in Bezug auf den Zähler sichergestellt sein? Richtig, genau. Er muss irgendwie vorher zurückgesetzt sein oder zumindest initialisiert oder gesetzt sein. Am einfachsten natürlich mit dem Reset. Ich weiß ja nicht, vielleicht bin ich hier schon einmal rumgelaufen um das Ganze und bin quasi schon das zweite Mal mit meinem ganzen Automaten bei Z3. Und ich will ja nicht hier irgendwie mit dem anfangen zu zählen. Wo ich vorher war. Also muss ich irgendwo in dem Ganzen sicherstellen, dass der Zähler zurückgesetzt wird. Dann kann man natürlich sich Verschiedenes überlegen. Könnte sagen, dass man das zurücksetzt, wenn man den Zustand verlässt und woanders hingeht und entsprechendes Signal gibt, ne? Entschuldigung, ich wollte euch da jetzt nicht zu früh. Ihr seid noch am Schreiben. Die Frage nach vor Z0. Es gibt ja zweimal vor Z0. Oder? Okay. Ja, die Frage ist, wann muss man denn eigentlich resetten? Unsere Aufgabe ist es, dass wir dafür sorgen, dass ein bestimmter Zustand, in unserem Beispiel hier heute Z3, 50 Takte lang anhält. Was bedeutet das also für den Reset-Vorgang von dem Zähler? Genau, wenn ich ihn benutzen möchte, muss er auf jeden Fall zurückgesetzt sein. Das Einfachste ist dann natürlich sicherzustellen, dass er zurückgesetzt wird. Insofern würde ich halt sagen, ich könnte sagen, dass ich meinen Zähler vielleicht im vorigen Zustand da einmal das Signal gebe, du setzt dich jetzt bitte auf 0 zurück. Oder auch am Anfang der Schaltung. Wo ich ja auch so ein bisschen Initialisierungsdinge mache, hier mit Schranke unten, Vorsignal rot. Das wäre eine andere Möglichkeit, da könnte ich auch sagen. Ich setze ihn zurück. Ich muss es aber natürlich nur einmal machen, weil ich ihn nur an einer Stelle brauche, nämlich hier in Z3. Und das Schöne daran ist, wenn ich das vorher einmal ganz bewusst mache, dann umgehe ich damit natürlich auch ein Problem, ne? Also sonst hätte ich ja vielleicht das Problem, wenn ich es vorher nicht bewusst mache. Dass nicht sichergestellt ist, dass er wirklich auf Null ist, auch schon beim ersten Durchlauf. Habt ihr denn jetzt eine Idee, wie ich mein Zustandsdiagramm ergänzen könnte, dass ich so einen Zähler habe und ja, dass ich da eben entsprechend auch in dem Takt bin?
Okay, ja, ich könnte ihn mit entsprechend, ich könnte ihn einfügen in das ganze Zustandsdiagramm als komplett mit allen Schaltungen, nee, mit allen Verbindungen. Wenn ich mir das natürlich anschaue als Gesamtschaltung, also quasi in B sollt ihr ja euch überlegen, was hinzugefügt werden müsste für den Zähler. Aber achtet drauf, es steht, es soll kein hartes Modell erstellt werden, sondern ihr sollt halt nur, so verstehe ich das jedenfalls, ihr sollt textuell beschreiben, was müsste hinzugefügt werden. Ich bin ja jetzt hier in einem Zustandsdiagramm. Da brauche ich jetzt nicht zig Zustände dazwischen. Dann wird es ja wieder unübersichtlich, wenn ich hier meinen Zähler habe. Kann ich den vielleicht anders hinzufügen oder kenntlich machen, dass da was passiert? Eine Fußnote, ja. Nee, schon im Zustandsdiagramm selber. Wie sind wir denn bisher mit Eingängen umgegangen? Ja, eine Rückschleife. Das, genau, wir haben hier oben ja auch sowas gehabt, wo wir gesagt haben, wir bleiben in einem Zustand. In dem Fall war das relativ einfach, weil wir mal gesagt haben, wenn B gleich 0 ist, bleiben wir da. B gleich 1, gehen wir weiter. Also so total binär und einfach. 0 oder 1. Wir können jetzt hier natürlich auch sagen, wir bleiben in unserem Zustand Z3 so lange, bis auf welchen Wert müssen wir prüfen? Wir sind bei unserem Zähler. Unser Zähler fängt an. Er wird auf 0 gesetzt und dann wird natürlich hochgezählt, wenn wir da einmal durch sind. Nee, Achtung, wie viele Takte haben wir, wo wir in diesem einen Zustand sind? Ja, wir sollen 50 Takte da drin sein. Also, wenn man das so ein bisschen, wenn man versucht, wie viel waren das eigentlich? Gucken wir doch mal, wie wäre es, wenn wir eigentlich nur 3 Takte bräuchten oder noch einfacher, 2. Wir sollen nur 2 Takte in dem Zustand bleiben. Das heißt, erster Takt, ich will hier rein. Das heißt, bei 1 gehe ich rum. Zweiter Takt, ich will weiter. Ja, also fürs Beispiel 2 Takte würde ich die Anzahl der Zustände, die Takte, die ich hier drin bleiben will, minus 1. Bei 50 Takten, die ich in dem Zustand bleiben will, will ich also bei allem, wo ich bei 49 oder kleiner bin. Also, ja, das ist natürlich so ein bisschen blöd geschrieben. Also 49 oder kleiner bin, also mit anderen Worten kleiner 50, will ich immer wieder dahin gehen. So, jetzt kann ich natürlich einfach nicht einfach nur kleiner 50 hinschreiben. Ich muss natürlich sagen, was eigentlich kleiner 50 ist und könnte dann halt eben sagen, okay, mein Zähler, da heißt dann meinetwegen irgendwie Counter, abgekürzt CNT. CNT, so, nee, nicht gleich, gleich ist schon wieder falsch. Also CNT kleiner 50, dann würde ich eben die Schleife wieder in den Zustand zurück zu mir gehen. Und wenn mein Counter gleich 50 ist, dann bin ich 50 Mal durch meinen Zähler durchgegangen und dann darf ich auch prinzipiell weitergehen. Okay, genau. Und dann war jetzt noch die Frage mit dem Resetten. Wenn ich jetzt resette nach dem Ganzen, dann habe ich eben ja das Problem, hey, was passiert beim ersten Durchlauf? Also könnte ich doch einfach sagen, ich verbinde beides und ich initialisiere plus resette immer am gleichen Zeitpunkt, und sage dann halt an einer mir gut passenden Stelle, dass mein Counter, ne, was mache ich mit dem? Was muss ich da jetzt ranschreiben? Genau, mein Counter CNT gleich 0.
Ich kann das jetzt einfach mal hier machen, in dem Zustand davor, in dem Übergang. Dafür sollte ich natürlich wissen, dass der dann auch instantan resettet ist und nicht irgendwie besonders lange dafür Zeit braucht. Dass wir also. Das kann man. Also in meinem Verständnis müsste beides eigentlich in Ordnung sein. Kann zum einen natürlich sagen, dass man den Zustand entsprechend setzt, oder man macht es beim Zustand. Nee, warte, halt, du hast recht, es muss in den Zustand rein. Ja. Weil wir ja hier eigentlich über Ausgaben an den Stellen reden, weil sonst ist es ja eine Prüfung des Ganzen. Im Endeffekt habe ich hier nicht so viel Platz, aber hier rein würde ich dann, weil wir ja über Signale reden, RST für Reset dann reinschreiben. Dann würde ich hier den Reset auslösen und mit dem Reset den Zähler zurücksetzen. Also das ist ja hier irgendwo, meine ich, ist das auch entsprechend in dem Fall in Teil C definiert. Mit Reset, mit dem Signal Reset kann man den Hauptautomaten auf 0 setzen. Genau. Vorhin war auch noch die Frage, kann man den theoretisch auch mehrfach benutzen, den Zähler? Natürlich kann man das auf die Art und Weise. Das ist ein zweiter Vorteil von einem gekoppelten Automaten. Man kann ihn wiederverwenden. Und wenn ich jetzt mehrfach das bräuchte, könnte ich an einer anderen Stelle das Gleiche auch machen. Muss natürlich gucken, dass ich da auch entsprechend zum richtigen Zeitpunkt resette, beziehungsweise wie häufig ich drin bin. Aufpassen muss man auch, weil es natürlich sein kann, dass man zu Zustand Z3 kommen kann, ohne jemals in Zustand Z2 zu kommen. Nicht in unserem Beispiel, aber generell könnte das sein. Also da gilt halt auch zu gucken, wo macht man das. Dann wäre es vielleicht, ja, ne, entweder wenn man nur einmal den Zähler braucht, macht man das im Startzustand, dass man das mit quasi initialisiert und dann jeweils bei einem Durchlauf zurücksetzt. Oder wenn man ein Zustandsdiagramm erweitert, wäre halt eine Möglichkeit, dass man vielleicht auch noch einen Zwischenzustand einbaut. Da gehört natürlich wieder dazu, dass man prüfen muss, ob man damit irgendwelche Zeitbedingungen an irgendwelchen anderen Stellen kaputt macht. Im Endeffekt macht der Zähler genau das, was wir vorhin angefangen hatten aufzuschreiben. Es ist doch gut, dass ich es nur kopiert habe. Nämlich das hier. Ja, der Zähler, der fängt an in seinem Zustand Z3, 1, wo er, oder heißen dann anders die Zustände bei ihm. Der Zähler würde dann halt als erstes die Ausgabe. Das bin ich auch im falschen Feld. Der Zähler würde dann als erstes die Ausgabe 1 haben, Zustand Punkt 2 hat er 3, 2, dann irgendwann hat er dann irgendwie die Ausgabe 50 und das wäre dann hier unten dann jeweils CNT, also der Count. Also im Endeffekt würde der Zähler genauso durchgehen, nur dass wir es nicht in unserem richtigen Zustandsdiagramm entsprechend dann alles noch hinzufügen müssen, sondern wir können sagen, unser Zustandsdiagramm sieht ein bisschen hübscher aus. Und aufgrund dessen, dass in der Aufgabenstellung das definiert ist, dass wir einen 8-Bit-Zähler haben, den wir mit Reset ansteuern können und der den Zählerstand CNT hat, müssen wir es hier auch nicht extra noch groß hinschreiben, sondern das sind halt die Teile, die wir dann damit bei haben. Das würde dann quasi mehr oder weniger im Hintergrund ablaufen, genau. Also wie gesagt, das eine wäre halt wirklich das Schöne, ist das Schöne, dass wir uns das Ganze ein bisschen vereinfachen und
bisschen übersichtlicher gestalten, unseren eigentlichen Automaten, um den es uns geht. Das andere ist ja nur Beiwerk. Also ja, ist wichtig mit Zählen, aber eigentlich wollen wir ja den Hauptautomaten betrachten. Gleichzeitig können wir ihn halt aber da natürlich auch häufiger einsetzen, wenn wir ihn mehrfach brauchen. Ja. So, jetzt muss ich einmal gucken. Hier sind einige Fragen zwischendurch durchgelaufen, ob die jetzt alle mitgeklärt sind. Genau, wichtig ist uns also nur, dass wir in Z3 so lange bleiben. Ich hätte auch an einer anderen Stelle resetten können. Das war das, was ich gesagt habe. Ich kann auch in Z0 resetten. Und warum resette ich überhaupt? Die Frage gebe ich gern zurück. Denkt immer dran, wo sind wir? Wir haben einen Bahnübergang wo, aus Sicht des Zuges. Warum resette ich überhaupt? Genau, also wir wollen eigentlich, dass die Ampel immer richtig zählt. Wenn ich nicht resetten würde, würde mein Counter bei 50 stehen, wenn ich das nächste Mal rumlaufe. Und wann laufe ich das nächste Mal rum? Hier, B gleich 1. Dann, wenn der nächste Zug kommt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe tatsächlich irgendwie noch nicht so wirklich Bahnübergänge erlebt, wo nur ein Zug fährt und dann nie wieder und niemals nie wieder. Also irgendwie kommt da ja doch immer häufiger was durch. Das heißt, wir werden, wenn wir uns einen Bahnübergang angucken, werden wir immer mal wieder dieses Ereignis B1 auslösen, dass ein Zug kommt, gehen dann durch unsere Zustände durch und würden am Ende wieder am gleichen Zustand ankommen. Gleiche gilt natürlich äquivalent auch für eine Autoampel. Auch da, wenn irgendwie, weiß ich nicht, ein Fußgänger drückt oder auf einer Nebenstraße auf ein Auto die Bedarfsautoampel auslöst, diese ganzen Sachen, die es da gibt, in der Regel wird das immer wieder häufiger passieren. Sonst hätte man dann nämlich auch eigentlich keine Ampeln gebaut und nicht den Aufwand gemacht für einmalig. Genau, und deswegen muss ich halt einfach sicherstellen, dass dann, wenn ich das nächste Mal da vorbeikomme, dann auf jeden Fall mein Zähler richtig zählt. Ich kann natürlich auch, also rein theoretisch, kann ich natürlich auch noch eine andere Möglichkeit mir vorstellen, dass ich diesen Reset nicht hier drin mache. Ja, das war das eine, was ich vorhin gesagt hätte. Ich könnte auch hier an der Stelle von Z0 hier unten das hinzufügen. Das ist im Prinzip egal. Wichtig ist nur, dass wir sichergestellt haben, dass wir es machen, bevor wir in den Zustand kommen, wo wir ihn brauchen. Richtig. In dem Fall gehe ich davon aus, dass ich nur einen Zähler habe, weil in der Aufgabe meine ich auch nur von einem Zähler bisher ausgegangen wird. Hätte ich mehrere, müsste ich natürlich überlegen, wie ist das? Also gehen wir mal wieder von Zustandsdiagramm gedanklich weg und gucken uns so eine Schaltung an. Ja, Schaltung heißt ja dann, gerade mal gucken, da, dass ich hier reingehe. Wobei, nee, wie rum seid ihr? Andere Seite, so rum. Also hier. Dass ich reingehe in meine Schaltung und Dinge tue. Und dann habe ich hier irgendwo meinen Zähler und den will ich ansteuern. Und das mache ich hier in meinem einfachen Fall mit dem Reset-Signal EST. Habe ich jetzt nicht nur hier einen Zähler, sondern auch hier unten einen Zähler. Ja, also an zwei Stellen, oben, unten. Dann muss ich ja irgendwie gucken. Ich kann ja nicht beide gleichzeitig an das gleiche RST anschließen, weil wenn ich dann einmal den einen Zähler zurücksetze, dann setze ich den anderen gleichzeitig zurück. Hieße mit zwei Zählern
müsste ich dann entsprechend eine neue Leitung haben, die auf das Reset geht. Zumindest erstmal in der Grundkonfiguration. Durch Minimierung und alles könnte ich halt auch feststellen, dass das nicht nötig ist. Aber rein prinzipiell müsste ich für jeden Zähler einen eigenen Reset haben. So. Ich hatte vorhin gefragt, rein prinzipiell, wie man sich das sonst noch vorstellen könnte. Also das Schönste ist natürlich, das hier deutlich klar zu machen, dass ich hier resette. Dann behalte ich persönlich den Überblick, wann resette ich eigentlich in meinem Automaten. Aber hier auch schon richtig die eine Vermutung, ich könnte ja auch, also bei, weiß nicht, ob das genau die Vermutung in die Richtung geht. Ich habe das jetzt mal so interpretiert. Ich könnte es auch im Zähler selber quasi machen. Dass ich halt sage, wenn der beispielsweise, wenn der bei 50 angekommen ist, nach 50 springt er als nächstes auf 0. Beziehungsweise, wenn ich bei 50 Takten bin, dann würde er nach 50, dann würde er nicht auf 0, sondern auf 1 springen. Dann hat er keinen echten Reset in dem Sinn. Oder ich sorge dafür, immer wenn er angesteuert wird, dann macht er einmal den Reset und naja, man kann es halt komplizierter machen. So, jetzt gucke ich hier gerade. Wenn ich den jedes Mal resette, falls ich das eben bezog auf mein Beispiel, wo ich gesagt habe, ach Gott, ich mache dann doch mal die Zeichnung hier auf. Wir haben einen Eingang RST. Der geht dann irgendwie. Das ist ja auch eine gute Frage. Wie mache ich das eigentlich? Mit einer Taktflanke? Welche Schaltgatter kennen wir denn eigentlich, was bei einer Taktflanke schaltet? Da hatten wir uns auch schon was angeguckt. Genau, ein Flipflop gibt's. Das heißt, ich könnte an einen Flipflop gehen und dann sagen, dass ich dahinter meinen Zähler dann irgendwie setze. Beziehungsweise müssen wir erstmal gucken. Also ich habe hier mein ja, es ist so ein bisschen komplizierter, ne? Ich mache erstmal eine Blackbox hin. Das ist mein Zähler. Und mein Zähler kann zum einen kann der resettet werden. Wobei, da schreiben wir nicht Reset, sondern da schreiben wir jetzt irgendwie Count gleich 0. Das kann ich mit dem Reset machen. Und dann habe ich hier irgendwie an einem zweiten Eingang die Möglichkeit, Count naja, im Prinzip eigentlich das Count gleich Count plus 1. Also, dass ich den um 1 inkrementiere. Weil wir sind ja, wir haben ja, ihr habt ja viel Java, also Count plus plus. Also ich inkrementiere den Zähler, das ist der zweite Eingang, das wäre ein anderes. Und wo ich hier gerade halt war, was ich gesagt hatte, war, okay, das ist alles einfach mit dem einen Reset, wenn ich nur den Zähler habe. Aber was ist, wenn ich jetzt quasi einen zweiten Zähler habe? Und ich würde den irgendwie gerne mit dem Reset anbinden, weil ich habe doch ein Reset, das ist doch schön. Und denke mir erstmal, ja, dann binde ich das doch hier einfach so an. Und dann haben wir halt das Problem, dass wir dann halt beide gleichzeitig resetten würden, auch wenn wir vielleicht nur einen resetten wollen.
Also würde ich halt für so einen Fall sagen müssen, mir reicht das eine Reset-Signal nicht. Zumindest erstmal in einem in der Ausgangsplanung. Sondern ich bräuchte, oh Gott, das wollte ich sagen, aber habe es nicht geschrieben, bräuchte quasi ein RST2, ein Reset 2, den ich in die ganze Schaltungsgeschichten einbauen würde. Und würde den dann anbinden. So, und dann kam jetzt nochmal gerade hier noch ein Hinweis. Ja, aber sind denn so die Eingänge so nicht low active? Also werden sie dann nicht bei 0 geschaltet? Ja, danke für den Hinweis. Wir müssen hier tatsächlich noch einmal darauf achten, dass wir das Eingangssignal dann einmal invertieren. Mal das jetzt einmal kurz rüber. Das ist jetzt auch nicht wirklich hübsch gemalt, die Schaltung, weil ich sie einfach nur schnell zusammenbastel. Einfach dann nochmal das zu zeigen, was ich vorhin sagen wollte. Genau, und grundsätzlich würde man dann hier das Flip-Flop reinsetzen. Ich glaube, das war hier die Schranke. Also die Flanke, die wir dann hier anschließen würden. Und dann würden wir beim Flip-Flop dann darüber dann immer durchschalten. Immer wenn die Vorderflanke rangeht, würde der Zähler dann weiterschalten. So. Das ist jetzt auch kein vollständiges Flip-Flop, aber halt eben das Wichtige, das ist dann, wie wir den Zähler hochschalten würden. So. Ich hoffe, jetzt ist einmal das verstanden mit dem Reset etwas besser. Und wir hatten eben den Punkt, als wir hier waren, wo könnte ich noch resetten? Ja, also ich könnte in Z4 auch resetten. Habe dann aber das Problem, dass ich für den allerersten Durchlauf, wenn ich meinen Automaten das erste Mal starte, oder keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich ihn das erste Mal starte, also wenn ich ihn hochfahre quasi, dass ich den trotzdem noch initialisieren muss, um vorher sicher zu sein, dass ich auf Null anfange zu zählen. Ja. Gut, jetzt muss ich einmal gucken, was haben wir denn? Wir haben geguckt, was brauchen wir auf jeden Fall, damit wir das realisieren können, so ein Zähler. Genau, so ein Impulsdiagramm. Das war noch so eine, ist ja auch noch so eine Aufgabe zu dem Ganzen. Also angenommen, wir haben einen Zähler. Muss man gerade mal kurz nachdenken. Ich glaube, ich habe die Frage verstanden, aber irgendwie habe ich gerade kurz einen Stopp im Gedächtnis. Ja, das würde mir helfen. Sorry, das. Ah, okay. Ja, gut. Genau, du hast recht. Das ist ein Punkt, den wir uns auch nochmal anschauen sollten. Wann zählt eigentlich unser Zähler? Wenn wir sagen wollen, wir wollen ganz bewusst, also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, aber an sich sagen wir machen gekoppelten Automaten, um möglichst wenig das Ganze miteinander zu verbinden. Das heißt, unser Zähler würde erstmal gar nicht zählen, außer wir sagen ihm, er soll zählen. Wie haben wir das denn mit dem Reset-Signal durchgeführt? Das soll er ja auch nur am bestimmten Zeitpunkt machen.
Ja, wir haben das entsprechend auch nochmal eingefügt. Wir haben ihm also explizit gesagt, dass er zählen soll. Also weil gekoppelte Automaten heißt nicht zwangsläufig, dass die alles parallel tun. Die können es parallel tun und von der Definition, ja, würde er auch parallel zählen, aber es soll uns an der Stelle eigentlich nicht interessieren. Nur weil er jetzt irgendwie meint, dass er da irgendwie was zählt. Also es ist besser, wenn wir dafür sorgen, dass uns das egal ist, weil wir ja immer nicht wissen, wie viele Zustände haben wir vorher, was ändert man im Zustandsdiagramm. Es soll ja möglichst einfach sein, auch was ändern zu können. Also würden wir an der Stelle hier das Reset haben. Jetzt kann man sich so ein bisschen drüber streiten. Ich kann tatsächlich nicht hundertprozentig sagen, was genau jetzt erwartet wird, wie ihr es abgeben sollt, weil dazu fehlen mir leider genau die Teilunterlagen. Man könnte einerseits eben nochmal deutlich machen, dadurch, dass der Zähler ja bei jeder Taktvorderflanke weiterzählt, ist es so, dass er nach dem Reset bei 0 hier in dem Zustand gestartet ist und wir, wenn wir diesem Rückfall folgen, ja jedes Mal einen Takt weitergehen. Das heißt, jedes Mal eine Taktvorderflanke im Gesamtsystem haben und damit natürlich eigentlich auch unser Automat weiterlaufen sollte. Das würde bedeuten, dass wir das entsprechend natürlich auch direkt so anschließen würden an an unseren Takt, den wir haben. Ja, also dann hätten wir das mit einem beliebigen Zustand im ersten Durchlauf, der initialisiert wird im ersten Moment. Nehmen wir mal an, mit Glück, er startet mit 0. Dann würde er 0, dann geht er weiter in den nächsten Takt, dann sind wir bei 1. Und dann sind wir hier bei 2. Hier resetten wir ihn, sagen hier Reset, weil wir wollen sicher gehen. Er geht weiter im nächsten Takt von 0 auf 1 das erste Mal. Prüft hier ab. Count ist 1. Dann gehe ich halt durch. Dann bin das zweite Mal hier, Count ist 2. Ja, ist ja richtig, bin das zweite Mal hier, Count gleich 2. Kommt gut hin. Und wenn ich dann irgendwie das 50. Mal auf Z3 gekommen bin, habe ich Count von 50 und gehe weiter. Und dann würde er weiterzählen. 51, 52, 53, 54, kriegt das Reset-Signal, geht wieder auf 0. Und würde dann weiterzählen mit den Taktvorderflanken. Das müsstet ihr dann natürlich entsprechend berücksichtigen, wenn ihr eine Schaltung derart dann baut, weil ihr dann damit natürlich sagt, ich habe hier irgendwie meine Clock. Und die Clock geht in diverse Sachen rein, aber sie würde in dem Fall. So, ich habe doch noch den Zähler auf der anderen Seite. Ich habe hier meinen Zähler. Dann würde ich hier direkt die Clock anschließen. Und das würde dann quasi heißen, dass ich wirklich jedes Mal, jedes Mal, wenn ich einen Zustand weitergehe, diesen Zähler inkrementiere. Und das wäre eine Möglichkeit, die auf jeden Fall geht. Und nur weil ich die Glock hier habe, heißt ja nicht, dass ich hier nicht noch weitere Sachen anschließen kann, ne? Also ich kann ja beispielsweise würde ich hier quasi nochmal in den Flipflop rein und dann weiter und so weiter. Vielleicht will ich hier auch noch in irgendwas anderes rein. Irgendein anderes Schaltding und so weiter. Genau, Glock ist der aktuelle Takt. Kann man machen. Muss man sich überlegen, ob das halt so sinnvoll ist, weil das bedeuten würde, dass wir, also für euch wahrscheinlich die einfachste Variante, das umzusetzen, ne? Weil zählt halt immer weiter
Und ihr guckt einfach nur, dass ihr an der richtigen Zeitpunkt das auf Null setzt. Persönlich finde ich das nicht ganz so hübsch, weil man natürlich auch zu Situationen zählt und einfach Strom durchjagt, wo man es gar nicht müsste. Nämlich die paar Zustände hier, den Übergang und den Übergang. Da bräuchten wir es gar nicht. Da bräuchten wir überhaupt nicht zählen. Wir brauchen eigentlich nur zählen von Z2 nach Z3. Achso, den hier unten eigentlich auch nicht. Eigentlich müssen wir nur von Z2 nach Z3 und von Z3 zu sich selber. Das sind die einzigen Sachen, wo wir das irgendwie anschalten müssen. Also, wenn ihr Lust habt, euch das zu Hause mal sehr umfangreich anzuschauen, aber das macht bitte erst, nachdem ihr alle Hausaufgaben fertig habt, könnt ihr mal überlegen, wie ihr das macht und ansteuert, so dass man vielleicht nur dann das Signal hier in den Flipflop vor dem Zähler gibt. Oder eigentlich ist der Flipflop im Zähler, also den Flipflop des Zählers nur dann ansteuert, wenn man in einem der entsprechenden richtigen Zustände ist, wo man ihn benutzen will. So, weiß nicht. Könnt ja vielleicht überlegen, ob man sagt, es muss irgendwie eine andere Bedingung gelten, damit schalte ich irgendwie was anderes um, anderes Signal, dass ich dann weiter zähle, ob das schalte ich dann einmal zurück. Und wenn ich das mit ein paar Uns verknüpfe, also ein paar Ands und anderen Sachen. Wie gesagt, das wird ein bisschen komplexer. Für euch das Einfachste ist wahrscheinlich, euch das so vorzustellen. Es hängt alles an dem gleichen Clock und dann würde natürlich immer alles mitzählen. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt nicht noch mehr Verwirrung gestiftet. Aber es gibt halt nie immer die eine Lösung, sondern es gibt immer mehrere Möglichkeiten und man muss halt gucken, was ist einfach umzusetzen, aber auch welche Vor- und Nachteile hat das. Deswegen sollt ihr in den aktuellen Aufgabenblättern ja auch immer so ein bisschen euch Gedanken darüber machen, was sind jetzt die Nachteile von den Lösungen, die man dann irgendwie nutzt. So, und bevor wir das gar nicht mehr heute schaffen, würde ich dann jetzt einmal sagen, wir gucken auf das im Pulsdiagramm, was in D gefordert ist. Und wie man sich das eigentlich vorstellen darf. Also, weil es ist halt nicht so eins von diesen Impulsdiagrammen, wie wir bisher hatten. Und doch hat das eine gewisse Ähnlichkeit. Jetzt. Nein, nein. Müssen wir mal kurz eine neue Ebene holen, weil ich da jetzt rumgemalt habe. So. Genau. Wir haben. Was hatten wir gesagt? Wir wollten den Zustand Z3, Schranke unten vor Signal grün, also nehmen wir es meinetwegen auch Grünphase. Wir wollen da gucken, wie es im Impulsdiagramm aussieht. Also wir können zum einen sagen, wir haben unser Taktsignal, das zwischen 0 und 1 sich natürlich bewegt. Und das ist schön regelmäßig. So regelmäßig, wie ich das gerade machen kann. Einmal zu Beginn und einmal zum Ende hin. Und hier ist dann unsere Phase zu Ende. Beziehungsweise hier würde unsere Phase anfangen. So, was haben wir noch außer dem Taktsignal? Haben wir noch ein paar mehr Leitungen? Die zweite ist auch vorgegeben, das ist RST. RST ist die ganze Zeit 0. Was bedeutet das? Fast, naja.
Also ja, es hat was mit dem Zähler zu tun, aber genau, es wird nicht zurückgesetzt. Also RST bleibt die ganze Zeit auf Null. Insofern, ja, keine Auswirkung auf ein Reset, sondern es soll halt einfach alles andere passieren, was halt so passiert. Dann haben wir, was haben wir hier? Ein großes Z. Wofür steht das Z? Genau, Zustand. Deswegen haben wir hier auch kein 0 und 1 davor stehen, sondern es ist halt den Zustand. Und das letzte, was wir haben, ist CNT. Und das hatten wir eben ja schon, ne? Das ist der Zähler bzw. der Zählerstand oder auf Englisch auch Counter. Okay. Was jetzt gemacht werden soll, ist im Prinzip, das ähnlich wie ein Impulsdiagramm aufzuschreiben, aber halt auch mit, beziehungsweise eigentlich viel mehr dazu zu ergänzen, wie sehen denn eigentlich bestimmte Werte aus in dem Ganzen. Und ja, gucken wir uns doch einmal an. Wir sind am Beginn unserer Phase. Was würde ich denn hier in das Z reinschreiben, wenn ich hier reingehe? Also, hatten gesagt, das ist Zustand. Jetzt ist hier ein Beginn. Ich wechsle nochmal zurück. Was haben wir hier? Wir sind in unserer Grünphase, ne? Unsere Grünphase ist unser Z3. Also was würde ich wahrscheinlich reinschreiben? Nee, nicht ganz. Was würde ich wahrscheinlich reinschreiben in das Z? Geht um den Zustand. Ja, okay, 0, 1, 1 kann ich auch machen. Das wäre die Kodierung des Zustandes. Tatsächlich hätte in meinem Verständnis hier auch einfach nur das 3 für Zustand 3 gereicht, weil wir in Zustand 3 halt sind. Und davor sind wir in Z2 gewesen. Das heißt, ich würde jetzt hier, es wird irgendwie so ein bisschen dargestellt mit, so als ob man dann so einen Balken, ja, es geht so leicht nach oben und leicht nach unten, aber direkt am Anfang des Taktes. Und ich starte hier mit dem Wert 3. Und vor hier, dann geht es so ein bisschen von oben runter und von der Mitte, also von oben ein bisschen schräg nach rechts und von der Mitte ein bisschen schräg nach links am Ende. Und davor waren wir in Zustand 2. Also würde ich da eine 2 eintragen. Wenn wir da jetzt das so als geschlossenen Block irgendwo schließen sollen auf der rechten Seite, wo würde ich das denn jetzt schließen? Wo ist denn dieser Block für die 3 zu Ende? Gucken wir uns das Zustandsdiagramm an. Es hat nichts mit Reset zu tun. Wir sind die ganze Zeit auf Reset gleich 0. Aber ja, wenn Reset 1 wäre, dann würden wir es natürlich auch ändern. Dann würden sich Dinge ändern. Wobei, das haben wir hier gerade so nicht. So, nach 49 Takten. Okay, so kann man es natürlich auch sagen. Also in dem Fall natürlich nach 50 Takten. Wir haben hier unsere gesamte Grünphase. Also alles, wo wir in Z3 sind, in Schranke unten und Vorsignal grün. Grünphase Beginn, Grünphase Ende. Und wir sind hier im Endeffekt die ganze Zeit immer in dem gleichen Zustand, weil wir gesagt haben, wir haben den Zähler, der für uns klärt und darauf achtet, wann wir den Zustand verlassen müssen. Das heißt, wir sind hier immer noch in Zustand 3. Ja, gut, weil ich zwischendurch unterbreche.
schreibe ich das mal rein, sonst würde ich es natürlich nur einmal reinschreiben. Dann ist hier das Ganze zu Ende und mein, ja, was mache ich dann hier rechts? Wo wird es dann hier nach rechts weitergehen? Genau, nach rechts wäre das dann entsprechend die 4, weil das der Zustand 4 ist, mit dem wir da weitergehen würden. So, Clock muss 50 mal auf 1 gewesen sein. Genau, also das heißt, ich habe für einen kompletten Clock-Umlauf habe ich immer einmal, es geht nach oben auf 1 und es bleibt unten auf 0. Das heißt, hier an dieser Stelle ist quasi ein Takt dann erst zu Ende. Das heißt, ich habe 50 mal oben, unten. Gute Frage an der Stelle. Okay, damit haben wir unsere Zustände. Tatsächlich hier noch gar nicht so spannend. Und wie sieht das denn jetzt hier mit dem Counter aus? Was meint ihr, wie ich das jetzt mit dem Counter eintrage, wenn ich das vielleicht ähnlich machen muss wie mit den Zuständen? Okay, genau. Immer wenn Clock gleich 1 ist, also wenn wir hier auf oben, naja, nicht auf 1 ist, sondern nach oben gehen, ne? Wir erinnern uns, es das heißt bei der Taktflanke, weil Taktflanke auch, also mein Verständnis, da unten, na, unten später steht auch nochmal explizit Taktvorderflanke. Also immer wenn die Taktflanke nach oben geht, dann wird gezählt. Das heißt, wir würden tatsächlich hier an der Grenze zählen. Ne, wir sind vorher, hatten wir das ja auf 0 gesetzt, unser Counter war auf 0. Und dann sind wir hier in. Dann gehen wir hier in Z3 rein. Sind das erste Mal in Z3, haben also den Übergang mit dem Ganzen. In dem ersten hier würden wir dann auch das erste Mal zählen. Also das ist so ein bisschen dieser Übergang. Das Zählen gehört dann da noch mit dazu. So, und die Frage mit, wenn der Counter vorher auf 0 war, dann war EST vorher auf 1. Ja, wahrscheinlich, genau. Wahrscheinlich würde irgendwo, nicht unbedingt hier, sonst irgendwie einen Takt davor, hoch, runter, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwo hier so in dem Bereich, kann ihn gerade nur anmarkieren, wahrscheinlich ist hier irgendwo Reset auf 1 gewesen und dann runtergegangen. Und damit wurde das dann halt zurückgesetzt. Genau, so, wir haben ja jetzt die 1 in unseren Counter eingetragen und hochgezählt. Wie lange muss ich jetzt hier meinen Block malen? Wann ändert sich was? Okay, nach jedem Takt, genau. Das heißt, ich hatte ja gesagt, hier oben ist irgendwie so mein einer Takt. Okay, das mal kurz auf den anderen hier auch einmal schnell durch. So, das heißt, ich wäre hier auf den Wert 1. Der liegt hier so lange an, bis ich die nächste Taktvorderflanke habe. Dann gehe ich von 1 auf den Wert 2 weiter. Das Ganze würde weitergehen. Und was würde ich, hier ist ja auch ein Takt, was würde ich in den hier eintragen?
Ja, überlegt mal, welcher Takt muss das sein, wenn ich hier in den Takt weitergehe? Okay, jetzt haben wir langsam alle Möglichkeiten durch. Also, wir hatten ja gesagt, sonst mache ich es einmal ein Stück einfacher weiter nach rechts. Wir hatten hier rechts ja gesagt, dass wir nach 50 Takten in den nächsten Zustand wechseln. Das passiert hier am Ende. Das heißt, der letzte Counter, bevor wir in Zustand 4 weiter wechseln, muss dann natürlich die 50 sein. Der Zustand davor 50 minus 1 wäre dann halt 49. Und ich habe mir gerade aufgespart, die von 3 bis 49 hier mit aufzuzählen. Ich gehe für. Ich gehe für 50 in Z4. Ach so, ja, genau. Wir hatten ja gesagt. Warte mal, wie hatten wir unseren modelliert? Wenn kleiner 49 ist, dann. Wenn kleiner 49 ist, dann gehen wir in den Zustand Z3. Also insofern ist es schon immer noch richtig, ne? Wenn kleiner 49 ist. Nee, kleiner, habe ich jetzt 49? Kleiner 50 ist. Wenn kleiner 50 ist, dann gehe ich als nächstes in den Zustand 3. Wenn kleiner 49 nicht gilt, dann. Bin ich bei 50 zum Beispiel? Es ist nicht mehr kleiner 49 und dann gehe ich in den nächsten Zustand Z4 weiter. Ja, genau. Ist eigentlich wie in einer Vorschleife. Das Trickige, also das Ding, wo man am meisten aufpassen muss hier mit diesem Diagramm, ihr seht, eigentlich ist das nicht ganz so schwer. Man muss einfach nur aufpassen. Was steht im Aufgabentext? Womit wird es initialisiert? Und wie viel Takte bin ich jetzt halt in etwas drin? Und genau, achtet drauf, auch in der Hausaufgabe müsst ihr nicht alle Takte da entsprechend auftragen. Das wär auch blödsinnig, das irgendwie zu machen für alles, was man da sieht. Gut, damit solltet ihr das aber auch hinkriegen. Ich würde dann mit euch. Wie viele Takte würden reichen? Achso, für die Hausaufgabe habt ihr vorgegeben, welche Takte ihr nutzt. Grundsätzlich kann man halt sagen, naja, ne, 2 bis 3 Takte am Anfang, 2 bis 3 am Ende, das ist immer ganz gut. Für die Hausaufgabe sind irgendwie 3,5 genommen worden, am Anfang und am Ende. Aber das ist, guckt einfach auf das Aufgabenblatt. Da habt ihr ja entsprechend schon dieses Diagramm, was ihr dann einfach ausfüllen sollt. Gut. Genau, ich will dann nochmal einmal so ein bisschen auf 10.2 mit euch, gucken. Wir brauchen zum Glück uns nicht alles anschauen, weil im Endeffekt ist das eigentlich ja nur wieder so was Typisches, was wir schon kennen. Beschreibung von einer Aufgabe, daraus ein Diagramm machen und so weiter und so weiter. Aber um da einmal ein bisschen zu verstehen, was da eigentlich noch so hintersteckt und zum Vorgehen, gucken wir uns doch einfach mal dieses schöne Feld an, ein 9er LED-Feld aus einer Anzeige für Tic-Tac-Toe. Also es ist ein Tic-Tac-Toe-Feld, ein einzelnes Feld. Nicht ein ganzes Spiel. Ein ganzes Spiel würde aus 9 Feldern bestehen. Und was kann ein Tic-Tac-Toe-Feld haben? 0 ist noch unbelegt. So ein angedeuteter Kreis oder halt das X. Und im Sinne der Aufgabe ist das jetzt halt irgendwie eine
Werbetafel für Tic-Tac-Toe, weil das irgendein Geschäftsmann braucht, wie auch immer. Hauptsache, wie gesagt, erstmal grundlegend, wir haben 9 Leuchtfelder, 9 LEDs. Die haben alle eine Bezeichnung, einfach durchnummeriert, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9. Und es schaltet einfach, wenn, ja, im Prinzip, wenn S gleich 0 ist, dann schaltet es zyklisch einfach durch. Und wenn S gleich 1 ist, dann bleibt es im aktuellen Zustand stehen. Also es ist ähnlich wie wir es auch mit dem Bahnteil hatten, nur dass es hier 3 Möglichkeiten gibt, wo wir sind in Zuständen, wo wir dann in uns selber stehen bleiben können. Zumindest 3 für mein Beispiel. So, also wir schalten durch von Zustand 1 nach Zustand 2, nach Zustand 3, nach Zustand 1. Und wenn ich euch jetzt sagen würde, ihr sollt eine Zustands- und Ausgangstabelle des Ganzen machen und bitte achtet auf den Aufgabentext, da steht auch schon, die Tabelle enthält links den Eingangswert S und den aktuellen Zustand Z in 3-Bit-Binärcodierung. Die Binärcodierung ist in der Tabelle angegeben. Und angegeben sind dann der Folgezustand Z plus und die Ausgangswerte zum Ansteuern der LEDs. In meinem Fall LEDs L1, L2, L5. Ja, also wenn ich meine Tabelle mache und ja, du hast recht, natürlich müsste man den Pfeil da auch noch setzen. Wenn ich meine Tabelle machen würde oder euch das als Aufgabe geben würde, äquivalent zur Hausaufgabe, dann würde ich euch sagen, erstellt die Zustands- und Ausgangstabelle so, dass dann halt entsprechend die Folgezustände Z plus natürlich wieder in dieser Codierung plus die Ausgangswerte der LED zum Ansteuern der LEDs L1, L2, L5 sind. Warum, okay, zwischendurch die Frage, warum dieser Pfeil, den ich gerade gesehen habe, auf eurem Aufgabenfeld, Zettel nicht drin steht. Ihr habt das Wort zyklisch da drin. Ihr erinnert euch noch an zyklisch, einschrittig, zweischrittig bei den Codes und ähnlichem. Also mit dem Wort zyklisch durchlaufen wird quasi gesagt, dass wir nach von 1 bis 6 das Ganze zyklisch, also schon wieder von 1 bis 6 durchgehen. Auch wenn kein Pfeil explizit auf dem Aufgabenblatt ist. Und deswegen hatte ich auch vergessen, den bei mir einzuzeichnen, weil ich mich da zu sehr dran gehalten habe. Aber ihr habt natürlich meinen virtuellen Aufgabentext hier nicht stehen. So, aber genau, ich wollte ja darauf hinaus, die Ausgangswerte zum Ansteuern der LEDs L1, L2, L5. Und jetzt habe ich aber ja 9 LEDs. Warum gucke ich mir nur 3 LEDs an von den 9 LEDs? Warum reicht für meine Ausgangstabelle nur die Ausgangswerte zum Ansteuern für diese 3 Zustände, für diese 3 LEDs in meine Tabelle aufzunehmen? Okay, ich höre oder lese hier, die anderen ergeben sich automatisch daraus. Was bedeutet das Auto ergeben sich automatisch daraus? Okay, dass man sich den anderen da erschließen kann. Ja. Könnt ihr das irgendwie noch ein bisschen genauer beschreiben?
Was ist denn, wenn ich mir L1 angucke? Welche Information gibt mir L1? Ja, es hat was mit Kombinieren zu tun, aber noch ein bisschen anders als was du gerade gesagt hast. Was sagt mir L1? Rein auf den, Achtung, ich rede über Ausgänge, den aktuellen Ausgang, ganz ohne Folgezustände. Ich gucke einfach gerade erstmal nur darauf, was sagt mir die Info L1? Was ist denn, wenn ich mir hier L1 angucke? Ja, 001. Nee, das meine ich nicht. Etwas anderes, was euch auffallen könnte. Und denkt immer noch im Hinterkopf daran, Moment, wir haben eigentlich 9 LEDs. Warum gucke ich nur 3? Warum gucke ich nur auf 3, wenn ich mir meine Ausgangstabelle baue? Aha. Wenn L1 an ist, dann ist auch L3, L7 und L9 an. 3, 7 und 9. Gilt das auch umgekehrt? Also wenn L3 an ist, dann ist auch L1 an. Und wenn L3 nicht an ist, dann ist L1 nicht an. Das gilt auch, ne? Also das heißt, ich habe hier L3, was sich genauso verhält wie L1. Ich habe ein L7, was sich genauso verhält wie L1. Und ich habe auch ein L9, was sich genauso verhält wie L1. Und ja, du hast es auch schon richtig gesehen, weil ich die Aufgabe zwischendurch nochmal umgeschmissen hatte, gilt tatsächlich das Gleiche auch für L5. Auch, ups, das wollen wir nicht. Also auch L5, ich punkte das gerade mal, L5 verhält sich tatsächlich auch genauso wie L1. Das heißt, ich brauche mir gar nicht, brauche gar nicht da viele für viele verschiedene Leuchtdioden mir die Ausgänge angucken oder die Ansteuerung der Ausgänge, sondern sag einfach, wenn ich jetzt eine Minimierung der Schaltung bauen will, dann beschränke ich mich auf L1, L2 und in unserem Fall können wir sogar sagen, L5 schmeißen wir raus. In meiner ersten Version hatte ich noch nicht belegt durch einen Punkt in der Mitte markiert. Aber so sehen wir auch schnell, oh, wir können auch Dinge optimieren. Denn umgekehrt gilt das Ganze für L2 auch. Die Sachen, die ich jetzt nicht einmarkiert habe, sind entweder alle an, nee, hier alle an oder alle aus. Und wenn ich jetzt so eine komische Aufgabe so konstruiert habe und, naja, könnt euch wahrscheinlich schon denken, warum ich die so konstruiert habe, wenn ihr euch dann die Hausaufgabe anguckt. Rein prinzipiell, wie würde ich das dann mit einer Schaltung machen? Also wenn ich angenommen, ich mache hier, baue mir das Ganze zusammen, trage halt ein, meine Eingänge, meine Ausgänge, Zustand, Folgezustand und schreibe dann die Ausgangstabelle mir auf, minimiere das und habe dann am Ende ja so eine schön minimierte Funktion, beispielsweise, wenn ich DNF gemacht habe, eine minimierte DNF. Für L1 und würde daraus ein Schaltbild bauen. Worauf müsste ich dann achten, wenn ich das Schaltbild für diese ganze Ansteuerung bauen will?
Genau, also das ist genau der Punkt, darauf wollte ich hinaus, dass man dann halt nicht vergisst, ne, wenn ich jetzt hier sage, ich habe hier irgendwie L1 und keine Ahnung, hier ist irgendwie meine Blackbox-Anschaltung, ich will da gar nicht auf die Details raus, dass ich dann nicht vergesse, dass ich dieses gleiche Signal, nicht mit Bussystem, aber dass ich dieses gleiche Signal dann auch einmal abgreife, um dann L3. L5 und, nee, L3, ja doch, L3, L5, L7 und L9 damit ran zu ergänzen. Aber auf die Art und Weise brauche ich, obwohl ich 9 verschiedene LEDs ansteuere, nur eine Minimierung für 2 LEDs machen. Das spart Zeit, das ist gut, das ist schön. Und wenn ich irgendwas ändere, dann ist es hoffentlich damit auch effizienter und weniger fehleranfällig, wie wir aus der anderen Aufgabe eben gelernt haben. Gut, was ich jetzt natürlich sagen kann, ich habe hier meine verschiedenen Zustände. Mein Zustand Z1 kodiert durch 0, na, nicht durch 0. Ihr habt da immer keine Kommas dazwischen in den aktuellen Aufgaben. Also Z1 kodiert durch 0,0, Z2 kodiert durch 0,1 und Z3 kodiert durch 1,0. Was kann dann beim Einschalten der Schaltung auch passieren? Also ich schalte meine Zeit. Ich schalte meine Schaltung so rum. Ich schalte meine Schaltung an. Und ja, was kann dabei passieren? Wenn ich jetzt aufgrund dessen, dass ich hier meine drei Zustände Z1 bis Z3 habe, daraus mir dann einfach meine Schaltung zusammenbaue. Und ja, ich habe jetzt mit Z1 angefangen zu zählen. Ich weiß, wir haben bisher mit Z0 angefangen. Ich habe mich einfach mal an die Hausaufgabe gehalten, so wie es da gemacht wurde. Es stimmt, eigentlich hätte man erwartet, dass der erste Zustand mit Z0 anfangen würde. So, aber ich habe jetzt meinen Zustand Z1, meinen Zustand Z2, meinen Zustand Z3. Die sind durch die Zustandskodierung für die Eingänge 00, 01 und 10. Also das heißt ja im Endeffekt nichts anderes als, ich habe hier einen Eingang, der sich kleines Z1 schimpft. Und ich habe einen Eingang, der sich kleines Z2 schimpft. Welche Belegung kann ich da am Anfang denn haben? Ja, es hat was mit der Wahrheitstabelle zu tun. Genau. Wir haben ja, wenn wir eine Wahrheitstabelle aufgestellt haben, sind wir durchgegangen. Und in dem Fall wissen wir, wenn wir mit 2 Bits unsere Zustände kodieren, dann haben wir auch 4 Möglichkeiten insgesamt, wie diese Bits aussehen können. Und genau, ich lese es da auch schon richtig, es könnte halt auch sein, dass wir mit 1,1 starten. Und wenn wir mit 1,1 starten, da haben wir keinen Zustand für. Was passiert denn dann? Wir schalten unsere Maschine an und aus irgendeinem Grund kommt als Signal bei Klein Z1 1 und bei Klein Z2 kommt auch 1. Selbstzerstörung ist eine gute Beschreibung. Ja, ich hoffe mal nicht. Aber genau, es passiert halt irgendwas anderes, oder? Eigentlich ist Selbstzerstörung vielleicht doch ein gar nicht so schlechter Begriff von dir. Das Problem ist, wenn wir das nicht berücksichtigen, dass wir in einem Zustand starten, den wir nicht benutzen, dann weiß die Maschine nicht, wohin sie weiterschalten soll oder die Schaltung.
Und dann bleibt sie in diesem undefinierten Zustand stehen, geht natürlich nicht weiter. Und ich sehe auch schon richtig, genau, wenn man das Ganze vermeiden will, dann würden wir unter Umständen mit der Angabe von Don't Cares oder anderem uns dann dafür die Hilfe nehmen, dass wir einfach sagen, aus diesem bisher nicht, also aus diesem Zustand, der eigentlich nicht vorkommen soll und den wir gar nicht haben wollen und gar nicht hoffen, dass wir von da in einen Folgezustand gehen, den wir wieder definiert haben. Also beispielsweise könnte man immer sagen, wenn wir im Zustand Z, also kodiert Z11 gelandet sind, dann gehen wir halt einfach immer nach Z1 mit kodiert 00 zurück. Keiner hat das Feld belegt. Das klingt erstmal nach ganz sinnvoll, wenn das am Anfang passiert. Ja, also das heißt, wenn ihr sowas baut, denkt immer daran, dass man da eventuell Zustände berücksichtigen muss, die man nicht benutzt, aber wo man das abfangen will, dass man damit nicht irgendwo sich festfährt. Ansonsten ist das Ganze relativ straightforward, Minimierung und alles und so weiter. KV-Diagramme. Achtet darauf nochmal, ne? Alpha, nee, nicht Alpha, was war das hier? Delta und Lambda-Schaltnetz. Was war das nochmal? Was war das Delta-Schaltnetz? Genau, Delta war das mit den Folgezuständen. Kann man es ja versuchen, wenn man irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, ihr sitzt in der Klausur und denkt mit einem panischen Hilfe, was war denn jetzt Delta und was war Lambda? Delta ist ja immer so Unterschied zwischen zwei verschiedenen Dingen. So, es ist das Delta zwischen zwei Dingen, also ist das das mit den Folgezuständen. Ich hoffe, damit könnt ihr euch das ein bisschen merken. Genau, also Delta-Schaltnetz. Aktueller Zustand, Eingabewerte, Folgezustände. Lambda-Schaltnetz geht um die Ausgänge. Insofern wird auch die Ausgangstafel beschrieben. Wir haben da die Ausgabewerte und um die zu wissen, brauchen wir natürlich den aktuellen Zustand und dann gegebenenfalls die Eingabewerte. Ob wir die Eingabewerte brauchen bei der Ausgangstafel, hängt wieder wovon ab? Richtig, ob es Mili oder Mur ist. Genau, das ist einfach der Unterschied. Genau, und ach so, beim Delta-Schaltnetz heißt es dann Flusstafel. Aber gut, im Endeffekt, der wichtigste Unterschied ist, dass ihr wisst, was ist das Delta-Schaltnetz, ne? Das ist das Ding mit den Folgezuständen. Und was ist das Lambda-Schaltnetz? Das ist das, wo es um die Ausgabewerte geht. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir noch einmal zu Aufgabe 10.3. Installation und Test der GNU Toolchain. Also tatsächlich sollt ihr da einfach nur Dinge durchführen, keine großartigen, schwierigen Sachen machen. Aber es ist vielleicht ein bisschen ungewohnt oder vielleicht habt ihr euch gefragt, wie genau mache ich das jetzt eigentlich? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr die Hausaufgabe umsetzen könnt. Das ist auch in der Aufgabe am Anfang mit erwähnt, was ihr da an Möglichkeiten habt. Also zum einen könnt ihr zum einen könnt ihr unter Windows auf eurem eigenen Rechner euch Zwickmühlen installieren. Dann habt ihr die Möglichkeit, dort entsprechende ja, Kommandozeile oder eine Shell euch da zu holen, mit der ihr das durchführen könnt auf eurem eigenen Windows-System. Seid ihr auf einem Linux-System unterwegs, könnt ihr dann entsprechend euch den GCC installieren. Da müsst ihr dann ein bisschen bitte gucken. Es ist sehr unterschiedlich, was in den einzelnen Linux-Distributionen installiert ist und was nicht. Aber das wäre halt dann die Möglichkeit, das zu installieren. Und dann würdet ihr das halt ganz normal über die
die Linux-Shell machen. Etwas Äquivalentes dürfte auch für macOS gelten, da bin ich allerdings nicht so fit drin. Oder die dritte Möglichkeit. Wir nehmen die Rechner aus dem ICOM. Das geht nämlich auch. Ja, sonst bitte die Frage gerade gern. Okay, gut. Ich würde mit euch jetzt einmal das dritte uns anschauen. Die ICOM, achso, ICOM ist kurz für Informatikum. Informatiker sind schreibfaul und irgendwie hieß das schon immer ICOM. Also ich nicht. Komme ich auch nicht von weg. Ha! Ihr denkt, das geht nicht. Doch, das geht. Und zwar brauchen wir gar nicht vor Ort hin, denn wir nutzen etwas, was man auch nutzt, um zum Beispiel Linux-Server von fern zu verwalten. Brauchen auch kein VPN dafür, können ganz andere Sachen machen. Und zwar gibt es etwas, ein nettes kleines Programm, das nennt sich PUTTY, Putty. Damit können wir drauf zugreifen und dann ein beispielsweise FTP-Programm zum Austausch, zum Beispiel WinSCP oder ähnliches, um dann euch die Datei am Ende einmal runterzuspeichern. Runterzuziehen aus dem lokalen Server. So, also wir gucken uns einmal an. Ich habe Putty installiert. Jetzt muss ich einmal gucken, wie ich das Ganze einmal umstelle. So, in der Aufnahme habe ich das schon. Jetzt muss ich euch das noch einmal anzeigen. Moment bitte. So, da haben wir es auch schon. Wenn Putty sich das erste Mal öffnet, also erstmal wie gesagt, Putty, kleines nettes Programm, was wir nutzen jetzt SSH oder Secure Shell. Wird eben, wie gesagt, auch gerne benutzt, um Server von fern über Kommandozeile anzusteuern und zu konfigurieren, zu warten, wie auch immer. Ganz besonders natürlich Linux-Server. Für Windows-Server gibt es dann halt eben noch andere Sachen, die aufgesetzt werden. Und ja, wenn man große Serververbünde hat, dann würde man das unter Umständen auch anders machen und über Oberflächen lösen. Aber wenn ich, keine Ahnung, so wie ich, privaten eigenen Server habe, der irgendwo in, ich glaube, Frankfurt steht da aktuell gerade, da irgendwie drauf zugreifen will, was konfigurieren will, dann mache ich das halt per SSH. Dafür muss ich eingeben, wohin ich mich verbinden will, unter Hostname. Und der Hostname für das Informatikum ist rzssh1.informatik.uni-hamburg. Also das ist der erste, wo man dann halt eben hinkommt. rzssh1.informatik.uni-hamburg.de. Von dem hat man prinzipiell auch Möglichkeit, auf anderes zuzugreifen. Uns reicht das hier. Port ist standardmäßig eingestellt, 22. Ich würde jetzt sagen, open. Und dann ist es ganz nett. Dann schmeißt er mir die Freigabe weg. Das ist doch wieder. Sehr schön, den Teil kann ich euch hier gerade nicht zeigen. Spannend ist, dass er mir zu Hause angezeigt wird. Es kommt einmal kurz die Frage in einem Fenster, der Host Key oder der Fingerprint vom Server ist nicht bekannt. Ob man den abspeichern will.
Ihr könnt auf den Webseiten vom Rechenzentrum euch den Fingerprint vom Informatikum euch anschauen und den gegenhalten. Fängt halt an mit EF Doppelpunkt 8C Doppelpunkt 13, ganz lange Zahlenkette weiterer genannter Art, dann 68 Doppelpunkt 82 Doppelpunkt D3 endet das. So, und wenn man das dann akzeptiert hat, dann darf man da auch weiter. Mal gucken, ob ich euch jetzt das wieder zeigen kann. Natürlich schön, dass ich genau den einen Screen nicht scheren darf. Jetzt darf ich wieder teilen. In der Aufnahme ist es drauf. Also im Zweifel müsst ihr euch das da sonst einmal angucken. Es ist wirklich nur ein kurzes Ding, wo er euch einmal sagt, ne, traut ihr euch da dem zu verbinden oder nicht. So, und dann sieht das halt hier so aus. Wer Windows-Kommandozeile schon mal benutzt hat, der kennt das Ganze irgendwie. Sieht ja auch nicht so viel anders aus. Erstmal schwarz mit irgendwas da drauf. Aber ich bin noch nicht ganz fertig, denn da steht Login S. Ihr erinnert euch, ihr habt einen Rechenzentrums-Account für das Informatik-Rechenzentrum. Aus eurem einbuchstabigen Jahreszahlkennung plus den Namen. Bei mir ist es halt. Okay, ich habe zu lange gewartet. Jetzt hat er mir geschlossen. Ich muss nochmal neu starten. Ja. Damit rechnet man ja auch nicht, wenn ich zu lange brauche, dass er es dann schließt. Sicherheitsfeature. So, gut, was wollte ich sagen? Genau, ich muss mich anmelden. Mein Name ist 5 Jobski in dem Fall. Also einzahlige Jahreskennung. Nicht zweistellig wie bei den Mafiasi-Diensten. Dann sage ich einmal Enter und dann gebe ich mein Passwort ein. Und ich sehe es natürlich nicht. Das tippt man einmal blind. Sagt dann auch einmal Enter. Und schon ist man, naja, man kriegt da so einen Haufen Text und alles. Wenn ich da nach oben scrolle, dann sehe ich auch, dass ich, jedenfalls sollte ich das irgendwo sehen. Na gut, ich sehe erstmal, auf was für einem System ich bin, worauf der Server läuft. Ne? Läuft gerade ein Ubuntu. Unter Umständen tauchen hier irgendwelche Infos auf und wann ich mich das letzte Mal eingeloggt habe. Und da seht ihr, dass ich mich das letzte Mal heute tatsächlich einmal eingeloggt hatte zum Testen. Genau, am Anfang der Zeile steht dann mein Nutzername @rzssh1. Also durch dieses @rzssh1, das sagt mir, auf welchem Server ich gerade bin. Und ja, damit bin ich jetzt gerade virtuell ins Informatikum gegangen. Auch ohne Corona irgendwie Maßnahmen zu umgehen. Das ist doch schick. So, und was ich dann jetzt mache, das sind jetzt alles noch so Vordinge. Es gibt so Dinge, was man machen kann. Ne? Wobei, ja, also aus Windows kennt ihr dir. Damit kann man sich anzeigen lassen, was man in einem Ordner hat. Oder vielleicht kennt ihr es nicht aus Windows. Ist auch okay, wenn ihr bisher noch nicht mit einer Kommandozeile gearbeitet habt. Jeder muss ja irgendwann mal anfangen. Also dir für Directory zeigt quasi, wie ich damit anfange. Nee, was ich im Ordner habe. Da sehe ich jetzt noch nicht so viel. Bei mir ist noch Inform verlinkt. Das ist ein Ordner. Da kann ich hinwechseln. CD ist die Abkürzung für Change Directory. Wechsel das Verzeichnis, wechsel den Ordner. Also CD, Leerzeichen, Inform. Und ich bin schreibfaul. Ich nutze Tab. Mit Tab habe ich eine Autovervollständigung. CD, Inform, Enter. Und ihr seht, ich bin hier vor diesem Dollarzeichen. Ne, das war vorher hier RZSSH1, Doppelpunkt, Tilde, Dollar. Und jetzt habe ich hier so Tilde slash Inform Dollar. Das sagt mir, dass ich jetzt in einen anderen Ordner gegangen bin. Wenn ich jetzt hier dir mache, dann seht ihr noch ganz viel irgendwie Zeug aus meiner Zeit damals. KVV, was ich mal gemacht habe für einen Fachbereich. Diverse Sachen.
Und ich habe mir hier noch einen Ordner angelegt. Das könnt ihr auch machen. Ne, mit mkdir. Leerzeichen zum Beispiel. Kann man sich einen Ordner anlegen. Wenn ich sage mkdir rsb2 dir mache, habe ich jetzt plötzlich einen Ordner rsb2. Musste man dafür damals so einen Zettel zurückschicken, die Frage dazwischen? Kann sein. Ich sag mal so, ich hoffe, ihr habt das irgendwie alles gemacht, weil auch sonst eure Informatik-E-Mails und damit auch wichtige Informationen vom Studienbüro und zu Veranstaltungen unter Umständen nicht kommen. Wenn nicht, dann klärt das bitte nochmal mit dem Rechenzentrum, ob ihr da nochmal irgendwie was macht. Dann müsst ihr eine der anderen Möglichkeiten wählen, wie ich gesagt habe am Anfang. Ihr könnt auch die Zyqwin-Umgebung, die ist auf dem Aufgabenblatt auch erwähnt, die könnt ihr euch installieren unter Windows oder ihr könnt den GCC-Compiler unter Linux euch installieren. Dann könnt ihr das da auch von eurem eigenen Rechner zu Hause machen. So, genau. Also, Pfeiltaste oben, unten kann ich übrigens auch durch die Befehle durchgehen, die ich gemacht habe. CD-Inform, dir, mkdir. Ist auch alles ganz schön. Aber ich wollte in meinen Ordner gehen, weil ich will ja nicht alles zumüllen. Also bin ich jetzt in meinem Ordner RSB. Und wenn ihr geguckt habt, es gibt auf dem Aufgabenblatt gibt es eine Datei verlinkt. Da gibt es nicht nur das Aufgabenblatt, sondern es gibt auch eine Datei, die den Namen hat, jetzt würde ich nichts Falsches sagen, Aufgabe 10-3.c. Und da ich wieder ein wenig faul bin, zeige ich euch auch da, wie man da jetzt einfach das einmal runtergeladen bekommt oder hinbekommt. Es gibt nämlich so etwas Schönes, das nennt sich Wget. Das funktioniert zumindest unter Linux und auf dem Rechenzentrum. Unter Zyqwin müsst ihr es eventuell euch sonst an den entsprechenden Ort kopieren und dann mit Change Directory an den Ort euch bewegen auf eurem Rechner. Mit wget und dann dem Link. Das ist einfach nur kopiert der Link, der auf der Webseite so ist. Ihr seht das ja vielleicht auch, ne? TAMS Informatik, Lectures, Vorlesung, RSB und so weiter. Dann sage ich einmal Enter. Dann lädt er mir das nämlich runter. Und ich habe nicht nur mein Archiv da, was ich in den Ordner gepackt habe, sondern ich habe jetzt auch genau das Aufgabenblatt mir runtergeladen. Also nicht das Aufgabenblatt, sondern die Datei zum Aufgabenblatt. Ja, also wget, Leerzeichen, der Link zum Aufgabenblatt oder zu irgendeiner anderen Datei, die es im Internet gibt, lädt er euch dann runter. Außer ihr macht es auf dem Informatikrechenzentrum und wollt von irgendeiner gesperrten Seite was runterladen. Ist relativ unwahrscheinlich. Macht ihr hoffentlich nicht. Dann geht es vielleicht nicht, aber grundsätzlich geht das. Hat auch noch diverse andere Vorteile, solche Sachen wie wget zu nutzen, aber darauf will ich jetzt nicht hinaus. Wir haben unser Aufgabenblatt. Nein, Aufgabenblatt. Unsere Datei zum Aufgabenblatt. Mensch, ich kriege das immer durcheinander. Und auf dem Aufgabenblatt selber sehen wir es auch. Wir können uns das hier auch angucken. Und zwar kann ich nämlich sagen, zum Beispiel LESS ist ganz gut. Less, Leerzeichen, ein Dateiname. Dann kann ich mir eine Datei angucken, ohne dass ich überhaupt schon irgendwie schreibend was verändern kann. Das ist vielleicht ganz praktisch, wenn ich mir nicht sicher bin, wie ist das Teil eigentlich. Less, Leerzeichen, das Ganze, den Dateinamen. Und dann drücke ich Enter. Und ihr seht vielleicht, ne, das kommt uns irgendwie bekannt vor. Das ist das, was auf dem Aufgabenblatt selber auch ist. Ja, und was sehen wir hier? Es fängt hier oben an mit so einem Teil, der hat so einen Querstrich und einen Stern. Wisst ihr, was das ist? Querstrich, Stern, dann sind hier Sterne, Stern, Querstrich. Richtig, das ist Kommentar. Das genau das gleiche, wie es auch in Java genutzt wird. Das heißt, das hier oben ist einfach nur Kommentar, damit derjenige, der sich die Datei anguckt, sie besser verstehen kann. Oder vielleicht irgendwas mitgeteilt bekommt, was wichtig ist. Wird also nicht vom Programm benutzt und ausgeführt. Also, ein einfaches Programm zum Test des C-Compilers. Und bitte
Bitte setzen Sie in das Programm Ihren Namen und die Matrikelnummer ein und probieren Sie alle der folgenden Operationen aus. Okay, das heißt, wir haben hier alles Wichtige, was wir tun müssen. Ihr müsst in die Datei den Namen und eure Matrikelnummer einsetzen. Wo müsst ihr das? Wahrscheinlich da unten, wo Name und Matrikelnummer steht. Und dann Schritt für Schritt die Befehle ausführen. Und das ist jeweils immer das, was hier in der Spalte Befehl ist. Gut, so viel zum Kommentar. Wir gucken uns gleich mal an, was bei den Befehlen passiert. Was haben wir noch? Wir haben hier so eine Raute include stio.h. Ja, das ist nicht ganz so spannend. Das ist eigentlich nur, dass da Programmcode schon bestehender Programmcode eingebunden ist. Den ist also eine Library halt, sagt man auch, die es schon gibt. Das ist nämlich der Teil stdio, ist Standard Input Output. Da ist wohl irgendwas mit Input und Output, was das Programm macht. Das könnt ihr einfach nur mal irgendwie ja, zur Kenntnis nehmen. Ansonsten haben wir hier, was haben wir hier? Int main, int argc, char, Stern, Stern, agv. Ist nicht ganz so wie Java hier, sondern das Ganze ist ja ein C-Programm. Aber manche Sachen solltet ihr auch aus Java kennen. Also, dass es hier einen Rückgabewert gibt, dass eine Main-Methode vorhanden ist. Ich glaube, soweit seid ihr wahrscheinlich ja auch schon irgendwie. Also wahrscheinlich seid ihr schon längst viel weiter, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das gerade gemacht wird. Genau, wir haben Parameter, die auch verschiedene, ne, hier vom Typ Int, hier vom Typ Character. Die Sterne ignorieren wir jetzt gerade mal. Wir müssen da jetzt nicht alles im Detail einmal wissen. Genau. So, und dann gucken wir hier geschweifte Klammer auf. Das heißt, hier beginnt der Programmtext erst. Ah, gestern kam die Main-Methode an, dran, lese ich gerade. Na, das ist ja ein gutes Timing. So, und dann haben wir hier int Matrikelnummer gleich. Kennt ihr aus Java. Da wird also eine Variable genommen, definiert und gleich ein Wert zugewiesen. Char Vorname 32 in eckigen Klammern gleich John. Okay, hier sehen wir auch diese Hochkomma. Das kennen wir, also diese Gänsefüßchen, das kennen wir prinzipiell auch. Genau, ihr kennt das eher aus String. In dem Fall ist es jetzt hier so, hier hinten tragen wir zwar was ein, was irgendwie eigentlich ein String ist, aber das Ganze kriegt irgendwie nachher den Typ Character. Das ist relativ ähnlich zu String, aber natürlich. So, und dann haben wir hier nochmal zweimal Character mit Sternchen Vorname, Sternchen Nachname. Davor sind zweimal diese Querstriche, also Slash, Slash. Kennt ihr auch aus Java? Das ist genau auch ein Kommentar. Nur in dem Fall geht das halt nur über die Zeile. Wenn die Zeile zu Ende ist, ist der Kommentar auch vorbei. Da muss man nicht extra das beenden. So, und wenn ich jetzt noch weiter nach unten gucken will, denkt dran, ich bin immer noch in Less. Ich bin nur am Lesen mit Less. Pfeil nach unten, kann ich ein bisschen weiter durchgehen und dann sehe ich da, da ist printf. Printf, print. Kennt ihr auch aus Java, ne? Ausgabe auf der Konsole, genau. Normalerweise eigentlich in Java nutzt ihr, glaube ich, println, also printline. Hier printf für die Printfunktion. Ihr seht, hat mal eine Programmiersprache vom Typ objektorientiert wie Java, dann ist der Unterschied zu anderen nicht mehr so groß, auch wenn es gerade zwischen C und Java schon noch einige Unterschiede gibt, aber vieles ist erstmal bekannt. Ihr sollt jetzt ja hier auch nicht Programmcode schreiben, sondern ich versuche nur mit euch so ein bisschen das Hintergrundverständnis aufzubauen, damit wir gleich gucken können, was wir eigentlich hier alles sehen. So, was steht hier drin? Printf, Name, also erstmal in Anführungsstrichen, Name, Doppelpunkt, Prozent S, minus Matrikelnummer, Doppelpunkt, Prozent D, slash N. Slash N kennen wir. Oder kennt ihr auf jeden Fall, ne? Mindestens das kennt ihr, slash N.
Was war denn Slash N? Genau, das ist der Zeilenumbruch. Also, in Anführungs, es wird irgendwas ja ausgegeben. Das ist auf jeden Fall dann irgendwie auch so ein String in Anführungsstrichen. Slash N ist der Zeilenumbruch und, aber soweit seid ihr auch, oder das hattet ihr auch zwischendrin, die Prozentgeschichten als Platzhalter. Und da gibt es verschiedene Arten von Dingen. Da können wir. Okay, dann hattet ihr es noch nicht. Dann hast du entsprechend das Zusatzwissen an der Stelle gerade gehabt. Ist ja auch nicht schlecht. Kommt irgendwann auch. Ich weiß allerdings wirklich nicht mehr genau, wann genau im SE-Zyklus. Also Prozent S ist ein Platzhalter für einen String. Nochmal Prozent S, Platzhalter für einen String. Ergibt auch irgendwie Sinn, wenn wir Namen ausgeben wollen. Und Prozent D ist halt für irgendwas dezimal angegebenes. Da reden wir über Zahlen. Im Wert von, ja, aber D müsste Double, glaube ich, sein. So, und dann haben wir hier hinter nämlich mit Komma getrennt Vorname, Nachname, Matrikelnummer, wo dieser String abgeschlossen wurde. Und das sind einfach die Parameter dafür. Na, also tatsächlich hier als Platzhalter, wir haben vorhin die Platzhalter und dahinter schreiben wir erst, mit welchen Variablen diese Platzhalter belegt werden. Ja, danach gibt es hier noch ein Return 0. Das S, genau, das S steht für String. Genau, ein Return 0, also eigentlich heißt das nichts anderes als: Liebe Hauptfunktion, ich habe meine Schuldigkeit getan, wir sind durch, dein Programm ist beendet. Return 0 ab nach oben zu einer aufrufenden Funktion. Und wenn ich schon in der Hauptfunktion bin, dann beende das Programm. Das ist eigentlich das Return 0. Da kommen wir, falls wir ein bisschen uns nochmal mit dem Stack von Assembler beschäftigen, was vielleicht in zwei Aufgabenblättern nochmal kommen könnte, würden wir auch auf das Return 0 zurückkommen. Ansonsten ist hier das Programm zu Ende, geschweifte Klammer zu. Und das war's auch schon. So, ich bin immer noch in der Less-Ansicht. Ich will wieder raus aus diesem Lesemodus. Ich kann zwar hoch und runter scrollen. Mit Q wie Qualle gedrückt einmal, schließe ich das Ganze. Und was war irgendwie Teil der Aufgabe? Ach ja, wir sollen unsere Matrikelnummer ändern. Vergesst das bitte nicht. Ja, das wäre so ein bisschen gemein. Die Matrikelnummer. Habt ihr die Datei bei euch lokal auf dem Rechner? Könnt ihr die Matrikelnummer, also die Datei, in einem beliebigen Texteditor öffnen? Seid ihr auf einem Server unterwegs? Nahezu jeder Server hat bestimmte Standardprogramme. Ich will gar nicht die ganz komplizierten eingehen. Ich nutze für einfache Dinge, wenn es schnell gehen soll, einfach Nano, weil das anfängerfreundlich ist. Nano, Name von der Datei, Enter. Und jetzt sieht es ein bisschen anders aus, weil ich jetzt einen Editor geöffnet habe, einen Editor in der Kommandozeile, der auch ein wenig Syntax-Highlighting hat. So, ich scroll jetzt erstmal mit meinen Pfeiltasten auch hier einmal nach unten. Meine Matrikelnummer ist nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, sondern ich habe jetzt einfach mal die Matrikelnummer 22, 22, 22. Und mein Name ist nicht John Doe, sondern ich bin einfach mal Jane Doe. Einmal geändert. Wie kann ich das speichern? Naja, hier sagt er mir schon so ein hochgestelltes, dieses Dachzeichen und ein großes O, Write-out. Das heißt, dass ich Steuerung plus O benutze. Also es ist immer, dieses Dachzeichen ist für Steuerung plus den Buchstaben dahinter mit Steuerung O. Fragt er noch einmal. Also dann fragt er einmal, soll ich wirklich auf diesen Dateinamen speichern? Ich könnte jetzt einen anderen angeben. Ich will den aber nehmen. Bestätige mit Enter. Und dann sagt er, wrote 27 Lines. Das heißt, er hat es geschrieben. Und mit, wir sehen hier Exit, Steuerung X, kann ich das Ganze dann auch schließen. Wenn ich mir das jetzt mit Less angucke, habe ich es auch geändert. Na gut. So, und Less muss ich mit Q wieder schließen. So, das heißt, ich habe also geändert die Datei. Und was sollte ich jetzt machen? Ich sollte einmal Assembler-Code erzeugen. Wir erinnern uns, ganz auf dem ersten Aufgabenblatt war ja was zum Thema
virtuelle Maschine und direkt ausführen von Programmcode oder Compiler benutzen, um das Ganze erst in eine niedrigere Sprache maschinenlesbarer zu machen. Wir sind jetzt beim letzteren Fall, ne? Java kann man direkt ausführen. C müssen wir halt erst durch den Compiler schicken. Und das ist das, was wir jetzt einmal machen. Und der erste Schritt wäre, dass wir von C, das ist unsere Datei, in einen in Assembler das Ganze kompilieren. Dafür nehmen wir den Befehl, der da angegeben ist. Ja, gut, das mache ich hier natürlich. Das ist nicht so gut. Nein, ich will nicht speichern. Ich glaube, ich tippe das lieber per Hand ein. Das geht nur schief. Also, GCC, Leerzeichen. Also, GCC ist einfach nur, welchen Befehl benutze ich oder welches Programm benutze ich. Der GNU-C Compiler, GCC, Leerzeichen minus, großes O, G. Hinter einem Programm auf der Kommandozeile Leerzeichen minus und dann irgendwas, was ich dann da schreibe. Vielleicht kennt ihr das irgendwo, vielleicht habt ihr es irgendwie in Windows benutzt, vielleicht habt ihr es in Linux benutzt, je nachdem, was ihr benutzt. Das ist ein Parameter, den ich dem Programm mitgebe, mit minus O. Das hat was damit, wie stark soll das optimiert werden. Also man kann ja einem Rechner sagen, okay, nimm dir nur ganz wenig Zeit und sieh zu, dass es möglichst einfach nur, ich will es nur ausführbar haben, weil ich brauche es jetzt eh nur einmal. Oder man sagt ihm halt, er soll viel stärker optimieren, dann braucht er länger, bis man die Datei hat, mit der man es ausführen kann. Aber dafür ist die Datei vielleicht kleiner oder das Programm nachher schneller oder beides. Das steuert man mit minus O. So, in dem Fall gehen wir auf Level G. Minus großes S. Das steht dafür, das große S, dass wir nach Assembler das Ganze ausgeben wollen. Und dann als letztes müssen wir sagen, welche Datei nehmen wir. Das ist quasi die Eingabedatei. Das ist alles drei, was ich brauche. Wenn ich das Ganze mache, Enter drücke, sehe ich erstmal nichts. Nächste Zeile leer. Wir haben vorhin dir benutzt. Dann sehen wir hier, aha, ich habe nicht nur Archiv und die Aufgabe selber, Aufgabe 10.3c, sondern auch Aufgabe 10.3.s. Und auf dem Aufgabenblatt steht ja auch, dass ich hier damit 10.3.s erzeuge. Ja, gucken wir uns das mal an. Was hatte ich vorhin gesagt? Wir können less benutzen, um uns eine beliebige Datei einfach mal anzuschauen. Das ist nämlich relativ genügsam, dieses Programm. Sollte in Cygwin auch drin sein, meine ich. Und insofern gucken wir uns also diese .s-Datei mal an. Und was sehen wir? Das sieht anders aus als das, was wir eben hatten. Aber es ist ja auch kein Wunder. Wir haben das Ganze ja gerade in Assembler-Code übersetzt. Wenn wir uns das so angucken hier, gibt es etwas, was euch auffällt, was wir wiedererkennen trotzdem? Was finden wir wieder, was wir eben auch in dem C-Programm drin hatten? Okay, ja. Also, was haben wir? Wir haben, genau, wir haben hier irgendwie Main. Main Global. Das ist hier so, hier oben wird die Main-Funktion de definiert. Das kann ich euch dazu einmal sagen. Das sagt dem Ganzen, es gibt eine Main-Funktion. Im Endeffekt dieses Punkt LCO Doppelpunkt, das ist eine Sprungmarke, beziehungsweise halt auch eine Marke für einen Bereich. Das hat erstmal nichts zu sagen, das ist einfach nur, dass man den Programmcode damit steuern kann. Wenn du irgendwie gehe zu Bereich X oder gehe zu Bereich Y oder du findest diverse Infos im Bereich X.
Und in dem Punkt LC0 sind halt eigentlich Datenfelder drin. Deswegen finden wir hier auch unseren String wieder. Den Basisstring, ohne jetzt das Ersetzte, sondern ja erstmal nur den String mit dem Platzhalter. Was wir davor noch finden, sind so ein paar allgemeine Sachen. Die sind jetzt nicht ganz so relevant. Zum Beispiel, wie der Dateiname heißt, wo wir es erzeugt haben. Das ist nicht so spannend. Dann gibt es hier nochmal wieder was mit Doppelpunkt, wieder Main, Doppelpunkt. Das ist halt so die nächste Sprungmarke. Und deswegen wissen wir als jemand, der das als Mensch liest, aber auch, dass wir jetzt hier in die Main-Funktion gehen. Und genau, falls das nicht ganz klar rausgekommen ist, eben, das ist jetzt Assembler-Code. Das ist, wir haben unsere C-Datei genommen, die .c-Datei, und wir haben sie in Assembler-Code umwandeln lassen mithilfe des Compilers und haben damit Assembler-Code erzeugt. Das ist super, ne? Das heißt, ihr habt gesehen, so wenn ihr also, wenn ihr irgendwie in C was programmiert, diese ganze Umwandlung, die macht das, macht der Compiler für euch automatisch. Schmeißt allerdings auch ganz viel Kram rein, den man vielleicht nicht unbedingt braucht, wenn man nur was Kleines schreiben will. Also da muss man dann immer gucken. So, wir sind hier am Anfang der Main-Funktion. Dann passieren so Sachen. Was gibt es hier? Sub-Q, Move-Q, Move-Q, XOL. Die ersten, das sind quasi immer Befehle, die Zeile. Bitte einmal hier diese mit den Punkten ignorieren, sondern da, wo wir tatsächlich mehrere Spalten sehen. Ich meinte auch Spalte, nicht Zeile. Also die erste Spalte hier, das sind Befehle. Und dann haben wir hier Parameter zu den Befehlen, die damit dazugehören. Zum Beispiel bei Move, da schieben wir etwas von einem Ort in einen anderen Ort. Und wenn da irgendwo sowas steht mit einem Prozent, und drei Buchstaben dahinter, also beispielsweise Prozent RAX, dann handelt es sich um Register. Register auf der Maschine. Also wirklich, wir sind jetzt sehr weit unten. Wer irgendwie das Praktikum gemacht hat, erinnert sich vielleicht auch an die ein oder anderen Sachen. Wer es noch machen muss, wird es vielleicht dann irgendwann wiedererkennen. So, was haben wir hier? Wir haben XOR. Da können wir also bei zwei Registern ein XOR machen. Und genau, die ersten drei Buchstaben von einem Befehl, die sind eigentlich der eigentliche Befehl selber. Und der letzte Buchstabe in der Regel, zumindest bei denen, die wir jetzt hier sehen, hat dann damit zu tun, was ist das jetzt eigentlich? Ist das, wie groß ist das Ganze? Ist das Wordbreite oder was anderes? Oder Long? Ne? Wie groß ist halt eigentlich der Wertebereich, über den ich arbeite? Gut. Ich scroll mal ein bisschen durch. Vielleicht seht ihr noch irgendwas anderes, was wir wiedererkennen. Ah, ich sehe da noch was. Erinnert ihr euch noch, welche Matrikelnummer ich eingegeben habe? Findet ihr die Matrikelnummer hier drin? Ja, genau, hier ist die Matrikelnummer. Das heißt, die taucht hier irgendwie auch auf. Klar, die muss ja auch verarbeitet werden, also wird die hier irgendwo reingegeben. So, und da hier nochmal die Nachfrage war, nein, das hier, das letzte, das Q oder L, das ist keine Variable. Das hat wirklich damit zu tun, über wie viel Speicherplatz reden wir jetzt mit diesem Befehl? Ist das ein Befehl, der braucht 8-Bit, 16-Bit oder 32-Bit? Einfach nur, damit das Programm im Abfluss dann, im Programmfluss dann weiß, wie viel Bit jetzt dafür nötig sind an den Stellen. So, genau, hier, das haben wir noch nicht gehabt. Call. Call, damit wird bei Assembler eine Funktion aufgerufen und in dem Fall printf, die Print-Funktion, die es in dem Programm gibt. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, auch da, ich will gar nicht auf alles rein. Hier unten RET. Wir erinnern uns, es war am Ende Return 0. RET ist für Return, genau. Und ja, dann gibt es noch so ein bisschen Kram.
Nicht alles ist jetzt irgendwie hier spannend. Erinnert ihr euch noch, als ich am Anfang auf den RZ-SSH1-Server von der Informatik gegangen bin? Das ist ja der, auf dem ich immer noch bin. Und das taucht hier wieder auf. Da sagt er mir, auf welchem Betriebssystem und unter welcher Version davon ich das Ganze gerade kompiliert habe oder erstmal in Assembler gewandelt habe. Okay, das also in Assembler-Text. Das war die erste Zeile, die wir hatten. Die zweite Zeile, die wir haben, ist: Wir nehmen GCC Leerzeichen minus großes OG Leerzeichen minus C. Und minus C soll das Ganze in Objektcode setzen. Und dafür als Ausgangsdatei nehmen wir auch die .c-Datei. Und das soll uns eine Datei mit .o erzeugen. Gucken wir mal. Ich gebe mal Enter ein. Und ja, wir haben eine Datei Aufgabe 10.3.0. Gucken wir uns mal an, was finden wir denn da jetzt wieder? Oh, Maybe a binary file. Mag eine Binärdatei sein. Ja gut, ne? Irgendwie Objektcode. Wir sind wahrscheinlich schon eine Ebene tiefer als nur Assembler-Code. See it anyway. Natürlich. Y. Yes. Und wir sehen nicht mehr so viel. Wir sind halt bei Objektcode bzw. bei einer Binärdatei. Also wenn ihr irgendwann mal versucht habt, auf eurem Rechner eine Datei zu öffnen, weil ihr dachtet, ich bin mal neugierig, was steckt da eigentlich hinter? Kann ich irgendwas ändern in dem Programm? Kann ich mir in diesem Spiel, was ich gerade spiele, irgendwie meine 3 Millionen da reintragen? Keine Ahnung. Beliebte Sache, die man früher irgendwie mit Sims gemacht hat. Ich hab keine Cheats oder so. Ich trage das einfach da ein. Oder auch in anderen Spielen. Geht nicht so ganz einfach. Andererseits sehen wir hier auch Dinge trotzdem wieder, die wir noch kennen. Also, wir sind im Objektcode und wir gucken uns das Ganze an. Was finden wir wieder? Was seht ihr? Was kennt ihr? Ja, der String ist noch wieder da, genau. String, Name, Doppelpunkt und so weiter. Der geht bis hier. Da, wo wir dann auch unsere Platzhalter haben. Ja, gut, es sind einzelne Codeausschnitte, einzelne Zeichen. Genau, Jane Doe war ja jetzt mein Name hier. Jane ist hier oben. Ein bisschen dritte Zeile. Und Doe ist hier rechts, das sehen wir auch noch. Also anscheinend ist der Teil noch nicht umgesetzt, sondern einfach tatsächlich der String weiterhin nur durchgereicht. Hier ist nochmal wieder, auf welcher Maschine ich das gemacht habe. Ja, und dann haben wir noch so einzelne Sachen. Name des Aufgabenblattes. Punkt LCO, Main, Global Offset Table. Also das sind die Sprungmarken gewesen. Ne, das, was links am Rand stand und dann einen Doppelpunkt dahinter hatte, die sehen wir auch noch mal wieder. Wir sehen hier die Print-Funktion. Gucken, gibt es noch mehr weiter unten? Nö, da gibt es nichts. Das ist irgendwann dann Ende. Genau, eins sehen wir hier tatsächlich jetzt nicht so. Das hatte ich eben tatsächlich überschlagen. Gehen wir noch mal kurz in die andere Datei. In die Assembler-Datei. Und ah nee, doch, hatten wir uns angeguckt, die Matrikelnummer da unten. Gut, dann haben wir das ja. So, das heißt, Objektcode. Kann man machen, macht keinen Spaß mehr, sich anzugucken, kann man nicht mehr rückwärts lesen. Bei einem Assembler-Code hat man da eher noch die Chance. Das dritte ist, dass wir ein C-Programm draus machen sollen. Das heißt, GCC minus großes OG
minus O Aufgabe 10.3.exe Leerzeichen Aufgabe 10.3.c. Das erzeugt eine Echse, sagt uns das Aufgabenblatt. Und jemand, der Linux kennt, der wird jetzt schon aufschreien, um Gottes Willen, wie kannst du denn eine Echse unter Linux erzeugen? Im Endeffekt ist es so, dass der Parameter minus kleines o sagt, das, was ich danach angebe, das ist der Dateiname, in den du es rausschreiben sollst. Das O steht für Output. Und ich könnte es jetzt Aufgabe 10-3.exe nennen oder ich nenne es 10-3.output oder ich nenne es mein liebes RSB-Tutorium. Punkt. Hab keine Idee für irgendein ein Kürzel dahinter. Und dann würde er das dann auch tatsächlich so machen als mein liebes RSB-Tutorium und so. Wenn ich das minus O mit dem Dateinamen nicht angebe, dann schreibt er tatsächlich auch was raus, aber dann heißt diese Ausgabedatei a.out. Das ist so ein bisschen doof, das wiederzufinden und insbesondere, wenn man mehrere schreibt. Also das minus kleines O für Output. Ich sage jetzt trotzdem mal so Enter, wie ich es hier habe. Guck mal ins Verzeichnis rein, mache dir, sehe, habe ich eine 10.3.exe. Hier wollen wir uns doch auch mal kurz angucken. Was finden wir denn da wieder? Oh, jemine. Nochmal mehr, noch mehr schlecht leserlicher Kram. Was wir eben nicht drin hatten, was jetzt aber drin ist, ist sowas hier. Slash lib64ld-linux-x64. Wir erinnern uns daran. Wenn wir ein Programm erzeugen, was mithilfe von einem Compiler gemacht werden muss, also halt zum Beispiel bei C im Gegensatz zu Java, dann ist es so, dass wir unter Umständen uns Programmbibliotheken mit für die Ausführung dazu reinholen müssen. Die haben wir im Objektcode noch nicht gesehen eben. Die werden aber jetzt, wenn wir ein ausführbares Programm erzeugt haben, mit hinzugefügt. Und deswegen lib für Library. Sehen wir schon, dass da was mit dazu kommt. Ansonsten sehen wir hier nicht so viel. Einige Sprungmarken, die kennen wir noch. Ja, unser String ist noch da. Das ist auch noch mal ganz nett. Ansonsten viel, viel anderer Kram. Da ist noch mal Ubuntu. Ja. Hier kommen so ein paar kleinere Sachen. Wir sehen, es wird eigentlich immer schwerer lesbarer, je weiter wir in Richtung ausführbar kommen. Und das ist ja auch vollkommen okay, weil im Endeffekt, wir wollen es ja nicht per Hand ausführen, sondern am Ende soll es ja der Computer für uns ausführen können. So, wollte gerade noch mal gucken. Hier tatsächlich, Jane ist auch noch da. Irgendwo ist dann hier Doe. Die 22, 22, 22 haben wir nicht gesehen. Haben wir eben ja auch nicht gesehen beim Objektcode. Das liegt einfach daran, dass die schon entsprechend einmal umkonfiguriert wurde, umgewandelt wurde in eine andere Zahlendarstellung. Taucht hier aber natürlich auch auf. Ja, wir haben eine Echse. Die würde man sich an sich ja gerne angucken. Das Aufgabenblatt sagt auch was dazu, wie wir es ausführen können. Zumindest unter Windows würden wir sagen, Aufgabe 10 unterstrich 3.exe. Unter Linux kann ich das hier nicht machen, da weiß er nicht, was er damit tun soll. Aber ich kann halt sagen, ich will was ausführen können, Punkt, Slash und dann den Namen der ausführbaren Datei. Sollte er mir das normalerweise das geben? Ich bin jetzt tatsächlich allerdings gerade unsicher, ob er mir das hier gibt. Ja, doch, macht er. Gut, keine Sperre da drin, die das einmal abprüft. Denkt dran, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Das gilt auch für die RZSSH1. Das ist unser Einstiegsserver im Informatikum. Kleinere Skripte mal ausprobieren, also im Sinne von vernünftige Sachen, wo ihr ahnt, was dabei rauskommt. Ist natürlich voll in Ordnung und gerade auch wenn es so um diese Hausaufgaben geht.
Wenn ihr irgendein Programm bauen solltet, wo ihr sagt, ich brauche viel Rechenleistung, ich brauche einen Linux-Rechner dafür, habt das zu Hause nicht, möchte das gerne machen auf einem großen Server, dann klärt bitte mit dem Rechenzentrum, ob ihr nicht einen der anderen Server dafür nutzen könnt, ob ihr da irgendwas nutzen könnt, weil RZSSH1, wie gesagt, der Einstiegsserver ist, an dem man an seine eigenen Dateien und ins Rechenzentrum kommt. So, das war der Disclaimer am Rande, damit ich keinen Ärger von unseren lieben Freunden aus dem Rechenzentrum kriege. Die sind auch alle ganz nett. Also wenn ihr mal da was braucht, die werden euch dann schon helfen können. So, also ich habe die Datei ausgeführt und wir sehen, es war ja der String mit Platzhalter, Name, Doppelpunkt, Vorname, Nachname und Matrikelnummer dahinter. Das ist genau das, was er gemacht hat. Er hat einmal das Ganze ausgegeben, hat Zeilenumbruch gemacht und das Programm beendet. Wenn der Zeilenumbruch da nicht wäre, dann würde ich nämlich die Zeile, die ich hier unter habe, halt, hier ist sie, meine Standard-Eingabezeile würde ich hier direkt im Anschluss hinter dieser Zeile haben mit der Ausgabe. Also ein bisschen hässlich. Okay, das ist meine Ausgabe des Ganzen. Ich habe einen Punkt übersprungen, ich habe das jetzt einmal ausgeführt. Ach so, genau, zum Ausführen, falls ihr unter Linux das Ganze macht und ich weiß nicht, ob Cygwin das auch braucht. Unter Umständen müsst ihr einmal dann noch der Datei sagen, ja, du darfst ausgeführt werden. Unter Cygwin im Datei Explorer Rechtsklick Haken setzen bei ausführbar. Aber man kann sich das auch angucken. ls Leerzeichen minus al. ls ist List. So ähnlich wie Directory, nur halt nur unter Linux Shell Ding möglich, beziehungsweise unter Cygwin. Damit kann ich mir anzeigen lassen, wie sind die Rechte auf eine Datei? Also habe ich als, ich bin ja hier ganz vorne, ich bin der Owner des Ganzen. Ne, hier, Owner 5 Jobski. Owner Group andere. Oder beziehungsweise eigentlich User Group Others. Ich darf meine Dateien natürlich lesen, ich darf sie schreiben und manche Sachen darf ich auch ausführen. Das ist das X für Execute. Und insofern sehe ich dir hier auch grün angezeigt, dass ich die ausführen darf, die Exe-Datei. Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich halt sagen können mit chmod für Change Mode User U plus X. Also User plus Execute, dann könnte ich das dem Ganzen hinzufügen. Sage ich die Datei und dann dürfte ich es auch ausführen. Gut, ist jetzt witzlos, jetzt darf ich es natürlich gerade. Ich kann das auch wieder wegnehmen, das Recht. Und dann sehe ich plötzlich, ich darf die Datei nicht mehr ausführen. Das nur, ich weiß nicht, was der Standard ist bei euch auf euren Systemen, die ihr nutzt. Wir haben jetzt hier gerade gesehen bei der RZSSH1, wenn ihr einfach nur vorgeht, wie auf dem Aufgabenblatt beschrieben, dann dürft ihr es direkt ausführen. Wenn ich das jetzt halt wieder umgekehrt mache und sage plus x, dann habe ich auch wieder das Recht, es auszuführen. Okay, damit will ich mich aber nicht lange aufhalten, denn wir haben einen Punkt da noch, den Disassembler. Und zwar heißt das Object, OBJ für Object, Dump. Dump für irgendwas hinwerfen, runterschreiben. Naja, also Object Dump minus D Aufgabe 10.3.o. Wir erinnern uns, Punkt O war die Objektdatei. Und wenn ich das jetzt mit Enter ausführe, dann die Objektdatei, das war diese Binärdatei, wo wir wenig erkennen konnten, aber immerhin noch ein bisschen was. Object Dump oder ein Disassembler. Macht jetzt gerade, hier oben fängt das an, macht gerade den umgekehrten Weg. Und zwar versucht er diese Binärdatei so zu entschlüsseln, was da wahrscheinlich für Assembler-Code darüber stand. Und gibt das entsprechend uns aus auf die Kommandozeile. Und wir sehen hier, okay, das sind wieder ganz viele Moves. Das XOR, das hatten wir auch gesehen, dass das am Anfang relativ weit war. Ganz viel Move. Irgendwo weiter unten muss ein Call kommen. Da ist das Call. Aber wir sehen nicht mehr genau, was hinter diesem Call steckt, weil das ist irgendwie Main plus irgendwas. Also das hat was damit zu tun, wo das ganz gespeichert ist.
So ein Disassembler ist zwar ganz nett. Man kann damit so ein bisschen mehr erschließen, was das Programm macht, aber wir können es halt nicht mehr hundertprozentig lesen. Ja, hier unten ist auch irgendwie das Return. Also so diverse Sachen. Die ganzen Zahlen links, die Frage dazu. Okay, ja. Erstmal hier links vor dem Doppelpunkt, dem ersten, die Zahlen. Das ist quasi, wo, ja, eine reine Durchzählung. Wie bin ich hier im Programmcode? Wir sehen hier immer ein Stückchen weiter. Und das hängt auch immer davon ab, wie viel Byte gehen wir dann auch weiter. Ne, hier sind das 1, 2, 3, 4 Befehle oder Informationsschnipsel rechts daneben. Also sind wir 4 weitergegangen. Und das sieht man hier etwas einfacher bei 12. Da haben wir 1, 2. Da sind wir nur 2 weitergegangen. Also das ist tatsächlich, wo, an welcher Stelle bin ich gerade? Es fängt halt an zu zählen im ganzen Speicher des Codes bei 0. Und dann zählen wir halt hoch bis eben zu, naja, im Endeffekt hier 94, 95, 96, 97, 98, 99. Genau, und dann kommen halt hier in Hexadezimaldarstellung entsprechend die Befehle, weil die Befehle ja nicht so als SUB-MOV und MOV-Q im Computer dann am Ende nachher gelandet sind. Das war ja Assembler-Code. Um das Ganze auf Maschinensprache umzusetzen, ist das Ganze erstmal in Hexadezimal gesetzt worden und danach in Binär. Und das Hexadezimale zeigt er uns halt an. Und sowas wie die 48 sehen wir, das ist ja hier, ne, das ist hier der MOV oder das MOVE. 31 ist XOR. So, und wie viel wir dann dahinter haben, das hängt halt davon ab, wie viel Parameter braucht jetzt halt dieser Befehl oder hat er irgendwie noch andere Voraussetzungen, dass er irgendwas mit Speicher macht. Und ganz ehrlich, das links müsst ihr nicht lesen können. Ja, also das ist jetzt mal ganz gut, dass ihr es eben gesehen habt und dass ihr eben grob wisst, wie sieht das Ganze aus. Aber das kann keiner von euch erwarten, dass man sowas mal eben lesen kann. Ihr habt ja vielleicht das Wort Reverse Engineering mal gehört, wo also versucht wird, Hardware oder Software herauszufinden, wie wurde das eigentlich gemacht, um das nachzuprogrammieren oder nachzustellen. Das gibt ja die diversesten Gründe, warum man sowas macht. Ein, sagen wir mal, guter Grund und tatsächlich aber auch nicht zu seltener Grund ist, dass man vielleicht als große Firma eine Hardware einsetzt, wo der Hersteller pleite gegangen ist. Und weil die Hardware 30 Jahre alt ist und den Hersteller gibt es seit 10 Jahren nicht mehr. Und man muss irgendwie aber was ändern an der Firmware von der Hardware. Dann kann es sein, wenn man keine anderen Möglichkeiten hat, da ans Original zu kommen, dass man jemanden beauftragt, eine neue Firmware zu schreiben, der sich das Ganze vielleicht mal angeguckt hat und reverse-engineert hat. Was passiert eigentlich da in dieser Firmware? Ansonsten, genau, Überprüfung auf Schadsoftware in der Richtung kann man da natürlich auch genauer gucken. Ist da irgendwas manipuliert worden oder wie funktioniert halt ein Trojaner? Das machen dann eben Sicherheitsmenschen, dass sie dann eben auch auf solche Tools unter anderem nutzen können, um zu gucken, wie der Trojaner programmiert ist, um dann zu schauen, wie kann man da vielleicht dem am besten entgegenwirken. So, genau, das war die eine Object Dump von der Punkt O. Das ganze Object Dump von der Punkt Exe können wir auch machen. Und jetzt muss ich einmal gerade mal gucken. Das fängt hier oben an. Okay, das Erste, was uns auffällt, wenn wir Object Dump von der Exe machen, also die ausführbare Datei disassemblieren, dann ist das Ganze schon mal viel, viel länger.
Ja, auch hier haben wir natürlich bestimmte Sachen. Hier, Morph, Call, Return am Ende. Das ist wahrscheinlich die Main-Funktion. Vielleicht steht es hier irgendwo auch. Nee, steht hier gerade nicht. Aber ist auch kein Wunder, dass das so viel länger ist, denn wir haben ja die ganzen Library- und Zusatzfunktionen dazu gepackt, damit wir eine Datei ausführen können. Das heißt, das ist da jetzt auch alles mit drin. Ist deswegen ein bisschen mehr das Ganze. So, und als letztes gebe ich euch noch einen Tipp mit. Genau, ach so, achtet darauf, in Teil B heißt es auch nochmal, dass ihr die Zeilen im ursprünglichen Te Aufgaben, also im Ur in der ursprünglichen Datei, einmal Zeile 22, 23 reinkommentiert und die darüber auskommentiert. Das einmal austauscht, dass ihr die Unterschiede euch anschaut. Genau, aber ansonsten dieses Object Dump, also ich nehme jetzt mal das Punkt O, das ist ein bisschen kleiner. Ihr seht, ich lande sofort hier wieder irgendwie in der Zeile. Das wird irgendwie nur ausgegeben, das ist ja doof. Es gibt einen kleinen Trick, wenn man mit Linux-Systemen arbeitet, beziehungsweise ich meine, Cygwin kann das genauso. Bitte nicht hauen, wenn Cygwin das an der Stelle nicht kann. Wenn ich etwas habe, was mir eine Ausgabe nur auf meiner Konsole erzeugt, dann kann ich sagen, ich nehme den größer als File und trage dahinter eine Datei ein, einen Dateinamen ein, zum Beispiel objectdump.txt. Ja, also den eigentlichen Befehl, wie ich ihn hier hatte, der mir das Ganze auf die Kommandozeile ausgegeben hat, wo ich das irgendwie hässlich rüber kopieren müsste. Dann dahinter mit Leerzeichen ein größer als Zeichen und objectdump.txt. Dann sage ich einmal Enter. Ich sehe keine Ausgabe. Warum sehe ich keine Ausgabe? Naja, weil ich jetzt im Verzeichnis eine Datei habe, objectdump.txt. Und ihr ahnt es, wenn ich mir die jetzt angucke, gucke mit Less, dann sehe ich hier genau das an Text, was ich sonst auf der Kommandozeile gezeigt bekommen hätte. Macht es also vielleicht ein wenig einfacher, wenn ich auf die Art und Weise mir das dann in eine Datei dann speichere. Und das wäre jetzt der Punkt, wenn ihr das eben auf dem Informatikum-Server macht, dann müsstet ihr natürlich noch schauen, wie ihr die Datei euch einmal rüber transferiert. Dann könnte man halt zum Beispiel WinSCP nehmen und da eine SCP-Verbindung oder SFTP-Verbindung machen an genau den gleichen Server rzssh1.informatik.uni-hamburg.de mit eurer Kennung aus der Informatik und das darüber halt File-Transfer links, rechts rüberziehen. So wie man File-Transfer halt macht. Ja, genau, das also. Ein bisschen Rundumschlag. Ich sag mal im Voraus und ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Ihr werdet nicht groß viel Assembler programmieren müssen. Wahrscheinlich auf den nächsten Aufgabenblättern kleinere Aufgaben erwarte ich, vielleicht ein oder zwei. Vielleicht ein oder zwei Aufgaben lesen können, also sich irgendwie Assembler-Text angucken. Und dann so ein bisschen schauen, was tut das Ding eigentlich. Da müssen wir einfach mal gucken, welche Aufgaben es da dieses Jahr gibt. Das ist ja ein bisschen verschoben. Normalerweise wäre jetzt schon kurz vor Ende des Semesters und ich wäre irgendwie im Klausurvorbereitungsmodus hier mit euch. Aber so müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze dann ergibt. Ja, genau. Also wie gesagt, Großschreiben eher weniger, sondern eher vielleicht verstehen, was passiert. Und davon gehe ich aber aus, dass wir uns auf jeden Fall einmal noch in den nächsten Wochen angucken, wie funktioniert eigentlich das, wenn ich ein Assembler-Programm habe mit dem Aufruf und mit dem Stack und allem. Und ja, lange ist nicht mehr, aber es sind trotzdem noch einen Monat und eine Woche oder so. Also insofern, für mich ist das noch eine Ewigkeit. Haben wir noch so viel Themen vor. Genau, also insofern, genau, ich hoffe, das hat so ein bisschen nochmal einen Einblick gegeben, auch irgendwie eine Möglichkeit, wie ihr die Hausaufgabe da machen könnt. Und da er das vorhin nicht ganz gezeigt hatte, ach so, eine Sache natürlich, wie komme ich denn jetzt raus, wenn ich es beenden will? Ich sage Exit, Enter und dann schließt er mir das Ganze.
So, und da er das vorhin einmal nicht ganz sauber genommen hat, mache ich das einmal für die Aufnahme noch, bevor ich das vergesse, mit dem Verbinden. Hat er nämlich tatsächlich das nicht umgestellt. Also, ich habe hier nochmal mein Putty. Ich mache gerade keinen Screenshare für euch, das hatte ich ja eben schon, aber einmal nochmal für die Aufzeichnung. Ich habe mein Putty. Ich kann meinen Server angeben: rzssh1.informatik.uni-. Hamburg.de auf Port 22. Open das Ganze. Login-Name. Genau, zwischendurch kommt die Anfrage, ob ich dem Server vertrauen will. Da gerne einmal, was ich vorhin sagte, gegenhalten oder prüfen, was der Fingerprint ist. Und dann mit RZ-Kennung und eurem Passwort dazu einmal anmelden und auf dem RZSSH1 haben. So, puh, doch wieder länger gebraucht, als ich dachte. Also, und jetzt gibt es noch irgendwo, warte mal, ihr habt denn irgendwer, hat da gerade noch eine Frage? 10, 2, 11, wo sind denn meine Blätter? 3, 3, 5. Okay, 10.2 war das mit dem digitalen Würfel. Und achtet so ein bisschen drauf, ihr sollt da ja eh schrittweise vorgehen in dem Ganzen. Ihr habt die in B die Zustands- und Ausgangstabelle, wo ihr irgendwie alles einmal machen sollt. Das ist der Punkt, genau. Genau, 10.2. Also, genau, ihr habt in 10.2b habt ihr eure Tabelle gemacht, wo ihr sowohl eigentlich die Werte reingeschrieben habt, die ihr fürs Lambda-Schaltnetz als auch fürs Delta-Schaltnetz machen müsst. Ne? Delta, denkt dran, Delta, Dinge, die sich ändern, Folgezustände, Lambda-Ausgang, dass ihr da nur einen bestimmten Teil braucht. Und jetzt sagt er ja hier auch, geben Sie eine Codierung für die 6 Zustände an, die das Schaltnetz des Automaten minimiert. Sechs Zustände? Warum 6 Zustände in der Hausaufgabe? Ah ja, das ist ja ein Würfel mit 6 Zuständen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ihr müsst für die Zustände halt einzeln durchgehen. Ne? Welchen habe ich hier? Was muss ich berücksichtigen? Und wie war das noch? Minimierung? Minimierung Folgezustände? Also, nee, Lambda. Lambda ist erstmal Ausgänge. Also, Lambda müsst ihr für die Ausgänge dann das machen. Und da müsst ihr gucken, ob ihr das für welche Ausgänge einzeln ihr das Ganze betrachten müsst. Ich erinnere daran, wenn wir die Ampel hatten, dann hatte man ja auch für jede mögliche Ampel, die man anmachen konnte, das einzeln. Und in dem Fall, genau, in dem Fall pro Ausgangswert ein KV-Diagramm und fürs Delta-Schaltnetz dann pro Folgezustand ein KV-Diagramm. Und da müsst ihr halt eben gucken, ob ihr, das kann ich jetzt gerade nicht so genau sagen, wo das dann herkommt, müsst ihr gucken, ob ihr eventuell 3 Bits mehr braucht. Das darf ich gar nicht so laut sagen eigentlich, es ist für mich nicht hundertprozentig klar aus der Aufgabe, ob man da jetzt berücksichtigen soll an der Stelle das, was ihr in 10.2e macht. Nämlich, dass es 2 Zustände gibt, die nicht definiert sind. Da irgendwas hübscher machen, ob das da noch mit rein soll oder nicht.
Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Und ich weiß leider halt nicht, was genau gefordert ist, weil ich da nicht, in dem Fall nicht mal in die Musterlösung reingucken kann. Ja, das kann ich halt nur so viel dazu sagen. Also wie gesagt, vom Grundsatz vorgehen, stellt die Tabelle auf, das macht ihr in 10.2b und dann geht es eben darum, was war Lambda-Schaltnetz? Ah, das waren die Ausgänge. Ich muss es an sich für jeden Ausgang einzeln minimieren. Beziehungsweise vielleicht muss ich es nicht für ganz jeden einzelnen machen, weil ich es kann auch ein bisschen kürzer machen. Und dann muss ich halt einmal sagen, was sind meine Ergebnisse dann da aus dem Ganzen? Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, ich habe euch wieder was mitgeben können. Also die Rückmeldung sagen, mindestens ein bisschen habe ich euch wohl mitgegeben. Ich wünsche euch eine angenehme, erfolgreiche Woche. Bleibt weiterhin gesund, und genau, seid hoffentlich auch weiter erfolgreich mit eurem Studium und vielleicht sieht man sich dann irgendwann nach Corona mal irgendwann auf dem Informatikum und wird ja alles irgendwann. Sieht ja alles irgendwann wieder besser aus. Insofern bis dahin weiterhin viel Erfolg. Ich bin nächste Woche wieder hier und ja, einen schönen Rest Donnerstag.